Wunderschönen guten Morgen. Ich sehe, die GoPro fängt leider den Sonnenaufgang nicht so schön ein. Aber es hat gerade einen orange-blauen Himmel dort hinten. Oh, sehr angenehm. Und hätte ich nicht so lange mit dem Feuer rumgeschlafen, hätte ich auch deutlich länger geschlafen. Ja. Oh, aber ich habe mich jetzt, es ist glaube ich schon 8:30 oder so. Ich werde mich jetzt einfach nochmal umdrehen. Und noch eine weitere Runde weiter rappeln hier. Ich glaube, heute ist Samstag, ja. Ist die Straße vielleicht nicht ganz so befahren, ne? Na, Elinchen? Ja, so Bubut. Herrlich, ne? Ist das nicht was Traumhaftes? Oh, aber wisst ihr was? Das Tarp ist fast genauso nass wie das Janu. Ja, akkurate Sache eigentlich. Ja? Ist natürlich logisch. Also nicht von dem Regen von hier drin, ne? Aber wenn es natürlich das Wasser hier drauf ist und hier die Wärme, meine Kondensation hier, ja, Verdunstung, hat hier die ganze Tarpwand trotzdem nass gemacht, ja. Herrlich, ne? Mit der Sonne. Naja, die Straße, ich weiß. Aber hey, den Platz hat Merlin ausgesucht. Das ist das erste Mal auf dieser Tour, dass ich den treffe. Naja, gut, er hat ja nicht meinen Schlafplatz ausgesucht. Er wusste ja nicht, dass ich hier bleibe, ne? Ansonsten, gleich festgestellt, kein Wasser. Ja? Das war somit das Wichtigste irgendwie. Und dann seht ihr, dann fange ich natürlich auch an, mir meinen orangenen Kanister anzufangen. Ila hat noch ein bisschen was Rest in der Flasche gehabt, ja. Aber ich brauche jetzt auch noch ein bisschen was zum Morgen. Jetzt hat sich das erste Mal, das war in Lappland sind wir ja auch gar nicht mehr. Da geht's nämlich schon los. Seht ihr, wir haben hier die Provinzgrenze überschritten. Nicht erst heute und nicht erst gestern, aber vorgestern. Ja. In Östersund war ja noch so ein bisschen Sonderfall, weil am See gelegen und so. Ne. Aber jetzt hier. Siehst du, bist du schon im Jemt? Was heißt schon? Eigentlich sind wir noch im Jemtland, ja. Als nächstes ist es gar nicht so weit. Stößt du schon Dalarna an, ne? Das geht ja auch so ein bisschen an der Landesgrenze zu Norwegen lang hoch. Ist ein bisschen. Guckt euch einfach mal eine Karte an, wenn es euch interessiert. Historische Provinzen von Schweden. Dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Ich war so, wovon redet der Bundesland und so. Nur guckt euch das an. Was ein Highlight. Wir haben einen Regenbogen. Seht ihr den? Das ist natürlich richtig scheiße, weil ich trockne gerade meinen Schlafsack. Und diese dicke, fette Wolkenwand, das war ja das Tolle daran, ja. Ich wache auf, ich mache mal lieber die Taschen hier zu, weil irgendwie... Ja, das sieht jetzt nicht so toll aus. Ich bin aufgewacht, ja, bei super Sonnenschein. Ich wurde von der Sonne gekitzelt, kann man sagen. Das mag ich ja sehr. Und jetzt ist eigentlich wieder genau das Gegenteil der Fall. Aber das sieht nicht besonders lang aus. Ich mach mal kurz einen Abbrecher, um hier einzupacken, ja. Jo, auf dahin die zweite. Also die Wolke bleibt da immer noch irgendwie stehen. Ich habe noch gar nicht auf den Wetterbericht geguckt, ja. Aber hier seid ihr wieder dran. Wie sieht's heute aus? Was meint er? Ist es ein Aktivwetter für draußen irgendwas machen oder sollten wir den ganzen Tag durch die Gegend fahren? Tipp, tap, tipp, tap. Drücken Sie jetzt den Knopf. Man weiß es nicht, ja. Eben gerade hatte mir Merlin geschrieben, dass er offensichtlich nicht so eine ganz entspannte Nacht hatte wie ich, weil es da, wo er war, offensichtlich windiger und rappliger war, ja. Da können wir uns ja eigentlich gar nicht beschweren, ja.
Und gerade dachte ich mir, Wind, wo hat denn der gewohnt? Ja. Und jetzt kommt aber genau aus der Richtung hier so ein Lüftchen rüber, was mir gerade hier die Autotür zugeklappt hat. Also scheint es da, wo es ist, tatsächlich ein bisschen windiger zu sein. Ja. Da muss ich sagen, auch wenn wir so einen asozialen Straßenplatz haben hier, an so einer Mülldeponie, vielleicht ist es auch so eine Art Fickplatz. Man weiß es nicht, ja. Wo sich wieder Arbeitskollegen treffen, die wisst ihr ja. Nein, wir sind jugendfreies Fernsehen. Sowas darf man nicht sagen und das darf man auch nicht denken. Wir sind da alles nur hier die Schönreder. Nichtsdestotrotz muss ich euch kurz eine Rundführung geben um diese Müllhalde, die uns der Merlin angeboten hat im schönen Jämtland. Unbeschreiblich, ne? Also, ist so ein Parkrondell hier. Ja, kannst du eine Seite reinfahren, andere wieder durchfahren. Ein Wendehammer, würden wir sagen, ja? Und so wie das hier aussieht, hat hier ordentlich einer mit einem Hammer irgendwo draufgehauen. Denn es ist ein bisschen gerodet worden. Warum, weiß man immer nicht. Ne? Im Norden ist es ja nicht selten so, in Lappland, dass wenn ihr solche leeren Schotterflächen findet, wo ihr denkt, ey, da kann ich mich gut mit dem Wohnmobil hinstellen, die hat extra einer für mich gemacht. Das ist alles in der Regel, hat was mit Rentieren sehr oft zu tun. Ja? Dass die Sami da ihre verladen, separieren, dann sieht man noch so Abreste von Abspannung, Gehegen, manche stehen sogar auch noch da und so weiter. Also das ist schon mit Verstand, auch wenn man denkt, was hier mitten in der Wildnis, so eine freie Fläche, was ist denn da los? Ja? An der Straße meistens natürlich. Ja. Warum das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Und es sieht auch nicht so schick aus, muss man sagen. Weil seht ihr ja, also die Tücher hier, das ist nicht von mir. Ach na, da guckt mal an. Na, da guckt mal an, was hat denn der Dominik da gefunden? Das sieht doch aus wie eine Tüte, ja, müssen wir uns das... Was habe ich gerade noch dieses unanständige Wort gesagt, ja? Die Schweden. Wobei, hier müssen wir aufpassen. Als ich gestern in diese Region eingefahren bin, so ungefähr vor, ey Eli, mal her hier, so ungefähr so vor 30 Kilometern fing das an, so Pi mal Daumen. Na doch, da ist mir aufgefallen, was, Holzhäuser, aber ganz komischer Baustil, sieht so ein bisschen aus wie in Süddeutschland, wisst ihr, mit Spitzdach, den Giebel so gesetzt, die Wände, Fassade war nicht typisch schwedisch, im Falun-Bretter-Ikea-Stil, versteht, und das ist finster, ja. War auch kein Lock-Home-Style, Canadian-Bauartweise, sondern das war so ein Mix-Ding. Und das kam mir so vor, hier ist ein komischer Einfluss drin, fremdländischer Art. Fahr ich durch, das erste Kennzeichen, was mir an so einem Auto ausfällt, gelb. Nicht Engländer, Holländer, ja. Und dann habe ich tatsächlich noch eines gesehen, was aus meinem Nachbarbundesland kommt. Deutsch. Dachte ich mir, ach du großer Gott, was ist denn hier los? Und dann sagt mir Merlin natürlich auch, dass hier eine ganze Menge von denen wohnen. Ja, tatsächlich, juhu, hallo Landsleute in Jüterhogdal. Ja, Eli markiert gerade erstmal das Revier anständig. Das scheint hier so ein Brennpunkt, wie sind wir wieder bei L.A. zu sein, ja, von Auswanderern möglicherweise. Ja, ist nicht ganz unmöglich. Und jetzt erinnern wir uns an einen kleinen Funfact. Wisst ihr noch? Letztes Jahr, gleicher Ort, ich bin ja reingefahren, deshalb wusste ja, Merlin hat gesagt, wo er ist und ich hab's, warte mal, da ist doch was, da war doch was, das war doch das Nest vor Sveg und dann kam mir, oh nein, der Rastplatz, wisst ihr noch, wo ich mich im letzten Jahr so drüber aufgeregt habe, wir fahren durch ganz Schweden und dann kommen wir auf einen Rastplatz, der gar nicht aussieht, wie der schwedische Rastplatzführer es vorgibt und dann wollten die Geld dafür haben. Wisst ihr noch, wo ich so einen Hals hatte, wo ich sage, ey, nee, dieser politisch unkonforme Rastplatz, ja, wo du dich hinstellst und sagst, wenn du hier parkst, auf einem Rastplatz, auf einem offiziell ausgeschilderten Rastplatz, stand da dieses Schild, wie soll ich hier in dieses Folklorehaus reingehen und Monetos bezahlen? Auf dem Rastplatz. Da hatte ich ja so einen Hals, und merkt er, fällt mir immer noch nicht, ne? Und jetzt kommt's auch, pass mal auf, jetzt mache ich wieder die ganz böse Verbindung stricken, ja? Nun stellt euch vor, es gibt hier einen gewissen mitteleuropäischen Einfluss, ja? Man weiß es ja nicht, in der Gemeinderatsvorstandshallensitzung, ich weiß nicht, ja, woher es kommt. Dann kann ich mir die Nummer erklären. Denn passen hier nicht nur die Häuser, dann passen nicht nur die Kennzeichen, sondern dann passt auch die Nummer
Was? Du willst hier parken? Ist verboten, 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 verboten. Und die einzige Stelle, wo es erlaubt wäre, möchte ich gern Geld haben. Welcome Germany, mitten in Schweden. Ja, genau so kam ich mir letztes Jahr vor, wisst ihr das noch? Und jetzt hätten wir eine super Erklärung dafür. Ob das stimmt, der Sache werde ich nachgehen. Und wenn dem so ist, dann werden wir hier den Bürgermeister persönlich besuchen, um dem noch was erklären von der Manier, die er hierher gebracht hat. Nee, jetzt im Ernst, mir rennt eine Spinne durchs Haar. Komische Sache, hat im letzten Jahr extrem herausgestochen auf der Tour. Jetzt sind wir am gleichen Ort und mir ist sofort, ohne dass ich das wusste, dass ich den Rastplatz wiedererkannt habe, wusste ich sofort, hier stimmt doch irgendwas nicht und schon wieder herausgestochen. Zweimal den gleichen Ort besucht und zweimal ist uns eine, na, ich will nicht sagen typisch deutsche, aber typisch mitteleuropäische Art aufgefallen. Das sticht in Schweden hervor. Ne? Und jetzt passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Das klingt jetzt finster, dass ich an so einem Müllplatz halte. Kommt mir vor wie auf einer deutschen Raststätte, wisst ihr? So finster wollen wir nicht sein. Ja, aber ihr wisst ja, bei mir immer kritisches Auge, drüber nachgedacht, woher kann es kommen. Und ich habe hier wieder Sherlock Holmes-mäßig meine Theorie gesponnen. Aber wie gesagt, ich werde es nochmal prüfen, inwieweit ich da falsch oder möglicherweise doch ein bisschen richtig lag. Und jetzt wird es plötzlich dunkel, wie ihr seht. Ja? Eben war noch die Sonne da. Nun gut, wir lassen das Tarp in jedem Fall aufgespannt. Mein Problem ist jetzt eigentlich, das hatte ich Merlin gestern Abend auch gesagt, gestern Nachmittag, ich müsste noch vorher in den Supermarkt fahren, Kaufhalle habe ich sogar gesagt, um mir noch etwas Frühstück zu holen, weil ich ja out of food bin, bis auf gefriertrockneten Rappel. Ja. Ja, das haben wir denn verquatscht und da setze ich ja dann auch Prioritäten und sage mir Scheiß auf mich und aufs Essen. Ja, Kontakt ist erstmal wichtiger und jetzt stehe ich da. Ja. Es ist Samstag heute. Die haben wohl so einen kleinen Boutique-Schuppen da in dem Nest hier. Ja, ein ICA Maxi-Store ist es nicht und ein Quantum ist es auch nicht. Aber es dürfte so eine Art vielleicht Tante Emma Halle sein. Man weiß es nicht. Und da müssen wir eigentlich eindecken. Ja, der Schwede hat auch nicht mehr viel Diesel drin. Wir sind auf knapp unter ein Viertel runter. Ich habe nicht mehr getankt in Östersund danach, weil ich mir dachte, ey, das machst du denn, wenn du dich da mit Merlin triffst irgendwie. Naja, seht ihr ja, ne? Wenn man was rausschiebt, dann kann das. Ist jetzt nicht dramatisch, ja. Wir sind ja jetzt hier nicht ab und so weiter. Aber jetzt kommt es nämlich. Möglicherweise, dann komm mal her, Ila, es gibt gleich ein bisschen Futti. Papa muss sich noch ein bisschen warm reden hier, bevor jetzt der Sturm kommt. Möglicherweise, das wissen wir ja nicht, ich muss jetzt nochmal auf den Wetterbericht gucken, kommt Merlin nochmal vorbeigeschossen. Und vielleicht paddeln wir auch nochmal eine Runde. Man weiß es nicht, ja, wir machen das ja grundsätzlich spontan. Hier ist ja nichts YouTube gefaked hier für Abonnentenpuscherei. Ihr wisst ja, wie es läuft, ja. Kann ich jetzt nicht sagen, aber damit würde denn mein Einkauf auch wieder flach fallen. Scheiße, und morgen ist Sonntag. Dann kriege ich ja gar nichts mehr. Ne? Da kann ich nur hoffen, dass ich irgendein Nest finde. Weil wir sind ja jetzt nicht mehr entlang der, also wir sind noch entlang der Hauptroute. Aber wenn ich habe vor, das was ich gesagt hatte, den einen oder anderen, um nicht zu sagen zwei Parks hatte ich noch, wo ich gesagt habe, zweimal wandern, einmal paddeln noch. Ne? Und wenn wir in diese Richtung fahren, das ist alles Richtung Westen und Südwesten. Dann kommen keine großen Städte mehr. Dann kommen nur noch Pumuckl-Dörfer. Und ich bin jetzt schon auf der Pumuckl-Region. Das heißt, ich müsste mich eigentlich hier irgendwo, spätestens jetzt hier, nochmal mit Essen eindecken. Frischwaren, versteht ihr? Das ist mein Ding. Und wir haben heute Samstag. Das passt jetzt gar nicht in den Plan. Aber ich mache jetzt keinen Stress. Wir machen jetzt erstmal, ich werde jetzt wahrscheinlich, wollen wir mal gucken, was wir noch haben. Nee, pass mal auf, Mädels und Jungs. Wir gucken uns erstmal, weil ich bin ja immer noch begeistert von meinem Solostof. Ja, nein, Dominik ist nicht gesponsert. Das muss ich einfach mal sagen. Wenn mir Produkte gefallen, dann seht ihr das auch. Dass ich bin kritisch. Ja, noch habe ich nichts gefunden. Ja, aber er ist ja auch erst seit einem Jahr in Nutzung. Aber trotzdem, ich habe gestern, habt ihr das überhaupt so ein bisschen, also ich habe einen riesen Stapel Brennholz gemacht und hier, die Dinger, ja, mit unter anderem. Und das ist jetzt, ich wollte es für Merlin da lassen, falls er vorbeikommt, dass er das sieht auch mal, ja, nicht, dass ich jetzt hier Provisionswerbung mache oder so, ja, aber ich habe den nicht ausgekippt. Der hat hier einen riesen Stapel Brennholz verkohlt. Das ist übergeblieben, das steckt, da habe ich gestern Abend so reingesteckt, weil es so lang war, wisst ihr? Glücklicherweise ist es nicht rausgefallen. Der Schlafsack gebrannt, weil er stand hier direkt daneben. Aber hier, guckt euch den Boden an.
Es gibt keinen Rückstand. Hier ist ein Stück, hier ist was Brennbares rausgefallen, seht ihr? Ja, alles gut. Aber hier, ich habe keine Vegetation, keine Untergrund beschädigt. Es ist nichts angebrannt. Und oh, deswegen mag ich es so, weil es, ne, meiner Mentalität entspricht, was das Feuer angeht. Und guckt euch mal an, seht, da ist ein Gitter drin und vom Gitter bis zum Boden ist hier so ein Abstand ungefähr. Ja? 2 Zentimeter knapp. Und das ist jetzt voll mit Asche. Und diese obere Asche ist allerdings auch nur, weil ich ja eingeschlafen bin. Hätte ich jetzt noch weiter rumgerührt, würden wir bloß das haben. Staub. Also Witz. Damit, wo ich mir jetzt morgens die Zähne putzen könnte. Wisst ihr? Das heißt, es bleiben keine Krümel, kein Holz über. Der verbrennt wirklich alles. Es bleibt nur noch diese Asche da. Und das finde ich total geil. Überlegt mal, dieses Ding hat hier, wie schätze ich jetzt das Holzvolumen? Naja, ein Kubikmeter war es auf keinen Fall. Aber sagen wir mal, in Kilo kann ich vielleicht sagen, 10 Kilo Holz wird er verbrannt haben, denke ich. Ja, das kann man schon sagen. In diesen Formaten, wie man das jetzt hier so sieht. Ja? Und seht ihr ja, ja. Ich hätte jetzt noch weiter zündeln können, ohne dass ich mich um die Entsorgung und die Entleerung kümmern muss. Top Sache, gefällt mir sehr. Platzieren wir den wieder da so hin. Und warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Weiß ich auch gar nicht. Ja. Finde ich gut. Deswegen fand ich den Abend so gut. Und ach so, deswegen habe ich es erzählt, weil ich ewig nicht einschlafen konnte. Ich bin ja hier um 1, glaube ich, irgendwie in den Schlafsack gekrabbelt. Und ich war mit Eli zusammen. Und Eli hatte schon eher geschlafen. Und ich hatte dann so viel Holz und es war so kuschelig und dann fing es ja an auch zu trippeln, so leicht zu regnen. Und dann wollte ich das immer noch nachlegen, weil es so eine schöne Romantik gewesen ist und weil es so eine Wärme gab hier unter dem Tarp, wisst ihr? Und ich habe dann ja 2 Stunden noch nachgelegt und dann bin ich irgendwann, dann war mir zu müde irgendwie. Ja, dann bin ich nach 3 irgendwann ins Bett. Der Ofen hat mich also wach gehalten. Ich hätte schon um 1 schlafen können, aber ich habe erst so, vielleicht 3:30 war es, Pi mal Daumen, bin ich erst in Schlaf gekommen und wach wurde ich dann durch einen Mix aus Sonne. Da ist genau Aufgang gewesen, ein volles Ballett, also hier. Da ging die Sonne auf und dann kam sie auf der Stelle so zwischen den Bäumen hoch. Und die Autostraße hier. Immer dran denken, ist ja die E45 hier, ja, der Inlandswegen. Also ein bisschen Verkehr war denn schon. Deswegen habe ich heute nur 3, wenn es hochkommt, 4. Wenn es hochkommt, Stunden geschlafen, obwohl es so saugemütlich war. Ich hatte es warm, ich hatte es kuschelig, es war eine super Atmosphäre, kein stickiges Zelt, es war offen. Eli hat Ruhe gegeben. Eli hat die ganze Nacht Ruhe, das glaubt ihr gar nicht. Der lag hier, gut, der hat sein Fell hat da weggestrampelt, irgendwann habe ich gesehen heute Morgen. Aber seine 3 Decken, wo ich ihn zugedeckt hatte, hat er Ruhe gegeben. Ich musste Eli nur ein einziges Mal zudecken und das war heute Morgen, ich glaube so 7, 8 rum. Ja, so nach 7, als der Sonnenaufgang war. Da habe ich dann gesehen, da hat es ein bisschen was verschoben. Ich hätte also eine super ruhige Nacht gehabt, ja. Und die habe ich mir, muss ich sagen, jetzt zur Hälfte selbst kaputt gemacht. Durch genau dieses Feuerding da, ja. Ja, der Pyromane am Werk, seht ihr wieder, ja. Ja, aber sonst schöne Sache und guck mal, was wir hier noch an Brennholz hätten. Ja, wir hätten hier noch den ganzen Wald verkohlen können mit dem Kram. Ja, das ist alles, das meiste davon ist trocken. Eines, was unterliegt, die dickeren, die sind nass. Aber seht ihr ja, das Ding verzündelt das. Ja. Und Holz gehackt habe ich übrigens natürlich wie immer mit sowohl Mix aus Beil, weil ich immer noch vergleiche für mein eigenes Review, wo kann ich meins verbessern natürlich und meiner großen Freundin hier. Ja. Die Kleine werde ich mir jetzt gleich wieder einen Gürtel schneiden, damit wir hier bewaffnet sind fürs Frühstück. Und dann werden wir das auch machen. Genau, hier wollten wir jetzt reingucken. Was haben wir überhaupt noch, Eli? Ne? Wir hätten jetzt noch, wir können also an einem Stück schwedische Butter nagen. Das ist jetzt nicht so super einladend für mich, muss ich zugeben. Ja, Eli, es geht sofort los. Na, das ist doch geil. Guckt euch das mal an. Wenn die noch keinen Schimmel angesetzt haben, dann haben wir noch ein Brot. Ist das geil. Wisst ihr, wie alt ist? Das ist das Erste, was ich in Schweden gekauft habe. 1 Monat sind die Dinger alt. Die ziehen wir uns gleich mal rein. Also ich hoffe, dass der Kram noch gut ist. Ja? Die Soße, habe ich gestern Merlin auch gesagt, können wir uns eigentlich theoretisch noch ein Mal von machen. Ja, bräuchten wir jetzt nur einen Braten noch dazu.
Vielleicht erlegen wir noch einen Elch. Gestern Abend habe ich ja Rentier, habe ich auch noch. Na, aber das darf ich gar nicht. Ich habe vergessen zu sagen. Ich habe habe ich komplett aufgefuttert. Ja, hier mein trockenes Rentier. Das war das Pendant hier zu dem Elchstück. Ja. Ja, und das sieht ganz gut aus jetzt. Apfelmus, gut, damit können wir nichts. Ah, guckt euch das an! Ich habe noch eine Wurst. Die müssten wir eigentlich essen, ja? Hält die noch bis heute Abend? Was meint er? Es ist eigentlich viel zu warm dafür, ja? Ich könnte jetzt die Wurst essen. Das ist ja noch ein Ding. Nee, jetzt bin ich hin und weg natürlich. Ja, habe ich gar nicht vergessen, dass wir die noch haben. Mensch, das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut. Und dann habe ich hier noch Aufschnittwurst natürlich, aber dann haben wir jetzt... Wir haben ein Essen, wir haben ein Frühstück. Dominik ist wieder da. Dominik ist wieder online, kein Problem. Wir werden nicht verhungern in der schwedischen Wildnis. Wir haben ja, den habe ich gestern Abend Merlin auch gesagt, möchtest du das mal kosten? Hat er gesagt, auch ich habe gehört, dass der letzte Scheiß ist. Ja, kann ich nochmal so bestätigen. Und das ist ja auch geil. Jetzt ist die Packung hier oben eingerissen, obwohl ich sie gar nicht bewegt habe. Was für ein Scheiß. Die Packung ist genauso beschissen wie der Inhalt. Gut, hatten wir. Das heißt also, ich würde uns jetzt was braten. Und wisst ihr, weil ich so geil bin, ja, und jetzt auf diesem Holzding so abfahre, werden wir das genauso weitermachen. Wir werden uns jetzt schön auf dem Solostof hier die vier Pellets braten. Vier? Nee, drei sind es nur noch, glaube ich, ja. Nee, es sind noch vier. Eins ist ein bisschen platt. Die vier Pellets braten und dazu die Würste. Was hält davon? Das ist eine Ansage, ja. Ich hoffe, dass Merlin denn nicht zwischendurch stört. Ja, der kommt ja. Wir haben jetzt keine Zeit aus. Es ist schon 10:45. 10:15 Uhr, 10:15, 11:15. Eigentlich müsste ich Merlin damit mal aufziehen, ja? Weil der kommt ja auch aus dem Südwesten der Republik, ganz unten weit, ja. Wenn ich ja aus der Mitte komme. Ich bin ja für alles zu haben, irgendwie, wisst ihr? Ich passe mich ja auch an, ja. Aber es gibt ja so gewisse Regionen, da möchte man von dieser anderen Seite nichts hören. Wisst ihr, was ich meine, ja? Dieses kritische deutsche Teilungsding, ja? Mit unserem grünen Ampelmännchen, dem Fußgänger überwegen, dem Viertel, Dreiviertel, Halb, Nach, Vor, Um, und wir kennen die Späße, ja? Völkerverständigung im eigenen Land funktioniert leider nach 30 Jahren immer noch nicht. Traurige Sache, ne? Also mit einigen schon. Es gibt ja, ne, also ich will jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Der eine oder andere, nicht gerade wenige, tun sich damit noch äußerst schwer, traurigerweise, ne? Gut, Eli kriegt seine Pellets, ne? Wo ist er denn, der kleine Schweinehund? Hier ist er. Und ich zünde mir das Rappelding an und das ist jetzt natürlich scheiße, ja, hier. Weil Merlin schlecht geschlafen hat, kriegen wir jetzt hier diesen Mistwetter angebracht. Ich gucke mal gleich auf den Bericht, wie sich das hier noch entpuppt. Aber erstmal sind wir da safe. Mich nervt es jetzt bloß, weil die Sonne kam rum und ich hatte mich gefreut, dass der Schlafsack trocknen kann. Weil der das Kondenswasser vom Tarp natürlich abbekommen hat, ja. Sitzt du nicht im Januar drin, kriegst du vom Tarp die Scheiße, ja, sieht er mal. Der letzte Mist wieder. Warum? Weil Dominik zu nah ans Ding rangerutscht ist. Warum das nun wieder? Ganz einfach, weil ich die Sachen hier vorne vorm Regen schützen wollte, was ja auch clever war. Das hat funktioniert. Dummerweise, die Ilas graue Schlafmatte ist zu ein Drittel nass geworden, weil seht ihr ja, mir ist ein Spalt zum Auto. Da habe ich nicht dran gedacht, die reinzuziehen gestern Abend, ja. Egal, die brauche ich sowieso nicht, das voll gepisste Ding, das müssen wir nochmal ordentlich in den See ziehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer bei mir, ja. Habt ihr verstanden? Manger. Sieht wirklich grau aus heute, ja. Und guck mal, was ich alles neu gefunden habe, ja. Hier, also, was hatten wir? Dominik hat die Butter, wir haben die Hafertaler mit meinem super Weizen-Mumpitz-Pressbüll, ja. Mit meinem möglichen Aufschnitt. Dann haben wir die Würste. Und jetzt kommt's zu dem Müsli. Ja? Habe ich auch noch Milchpulver, natürlich. Und Knäckebrot. Ja? Für den Notfall, was ich gekauft hatte. Der eingetretene ist gerade eben, weil ich war schon kurz davor, die Tafeln anzurufen. Ja? Und jetzt haben wir alles hier. Ist nicht geil. Und wisst ihr, wo ich gesagt habe, ich habe nichts mehr zu trinken. Einen habe ich ja noch, hier, so ein bisschen, ja, also die Hälfte ist noch drin von meinem guten O-Saft. Aber was wir noch gar nicht probiert haben, Apfelrhabarber. Es ist nicht geil.
Wir sind mal wieder geil ausgestattet, oder? Wir sind hier auf der Fick-Müllhalde und aber unterm Tapel lauschig und haben genug zu essen und zu trinken. Ist es nicht toll? Das macht mich doch froh. Das macht mich froh. Und dann werden wir damit jetzt auch loslegen. Da sind wir gleich gespannt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, bin ich der Meinung. Die könnten wir eigentlich alles schon verknistern hier. So. Und dann, das müsste jetzt eigentlich reichen, bin ich der Meinung, um uns das aufzukochen, was wir hier vorhaben. Ja? Gehen wir ihm mal einen kurzen Momentchen. Das wird gleich buschlich losgehen hier. Ja, ich überlege jetzt nämlich noch, was wir zuerst machen. Ich würde sagen, die Taler. Wir gucken uns mal. Seid ihr dabei? Seid dabei, ja. Wir gucken uns mal die Taler an, ob sie noch gut sind. Nach all den Jahren, hätte ich schon fast gesagt. Aber es sind, ich sehe die ersten Flämmchen schon. Es sieht gut aus. Guck mal. Wir haben ja gelernt, dass Konservierungsmittel Lebensmittel haltbar machen. Ja, und jetzt schätzen wir mal den Vorteil von diesem ganzen Scheiß, der hier drin ist, weil wir nach einem Monat immer noch Brot essen können. Und ich hätte es schon fast weggeschmissen. Ja, Best Before, ach du großer Gott, darf ich das sagen, was hier drauf steht? Das Best Before-Datum ist jetzt schon 3 Wochen her. Nicht verkehrt, ja? Kann man machen. Wollen wir nochmal gucken, was für Inhaltsstoffe drin sind? Also, ich lese die für uns jetzt wichtigen vor, ja? Pass auf. Immobilisierungsmehl, Backpulver, Myrtenmüll. Monodiglyceride. Ja, also sieht gar nicht nach so viel Backtreibmittel und E aus. Bin erstaunt jetzt, ja? Warum schmeckt's trotzdem scheiße? Man weiß es nicht. Schwedische Backkunst, wir hatten's. Und die werden wir uns jetzt, sieht gut aus. Die werden wir uns jetzt hier reinknuspern. Ich werde das, Ida, du passt kurz auf das Brot auf, dass es auch keiner weg hat. Ja. Und natürlich werden wir das, die Pfanne, die sieht ganz schön matschig aus. Aber das macht nichts, das macht überhaupt rein gar nichts. Na, mein Freund, wie sieht's aus? Willst du noch ein bisschen nasses Tuch dazu haben? Ich mag es einfach. Ja. Und dann werden wir jetzt uns hier die Butter gönnen. Dame, an schwedischer Butter werden wir grundsätzlich nie einen Mangel haben, weil da sorge ich dafür, bevor alles zu Ende geht, dass wir die immer haben. Ja? Das ist so ein Pflichtprogramm. Weil das Kokosfett ist ja schon alle. Das Olivenöl müsste ich mal nachschauen, ob das noch, wie viel da überhaupt noch drin ist, weil letztens, wo ich es benutzen wollte, kam ja nichts mehr raus, weil es fest war. Ja? Falls wir noch einmal braten müssen, dass ich noch mal Öl habe. Ja, das wäre nicht verkehrt. Aber jetzt freuen wir uns erstmal an der Butter und guck mal, wie gut sich die schneiden lässt hier. Ja? Also runterschaben. Weil wir haben gefühlt, es müssen heute 9 oder 10 Grad sein. Jetzt schon. Es sieht beschissener aus am Himmel. Es ist momentan auch leicht windig. Aber wisst ihr, was ich meine? Völlig entsetzt bin ich, muss ich sagen. Völlig entsetzt immer noch. Ja. Jetzt gucken wir mal, was hier mein Freund, der rauchende Kapitän, sagt. Pusten wir Eli mal ein bisschen Rauch ins Gesicht, ja? Da freut er sich bestimmt drüber. Das sieht gut aus. Also das nutzen wir schon. Die Flamme lassen wir hier nicht verkochen. Herrliches Ding. Ich lieb's einfach. Ja. So, und da haben wir denn unsere Taler rein mit dem Aufschnitt. Und dann natürlich hatte ich gesagt, ganz wichtig hier, unsere Wurst. Ja. Die muss ich. Ich kann euch hier nirgendwo hinstellen. Das ist.
weil wir jetzt hier nichts zum Anlehnen haben. Scheiße. Machen wir da. Wisst ihr was? Ich stelle euch mal an den Baum. Ich hoffe, das geht in Ordnung für euch. Dann seid ihr ein bisschen weiter weg, aber... So, muss ein bisschen lauter reden. Aber eigentlich bin ich dann in jedem Fall drauf, ne? Die Butter brennt schon an, hätte ich fast gesagt. Sieht schon gut aus. Die Würste müssen wir in diesen Topf... Es ist der Topf, den ich gestern Abend mit Merlin auch... gemacht habe, geschwärzt schon auf dem Feuer mit den Kartoffeln. Deswegen können wir den jetzt nochmal nehmen. Eigentlich müsste ich einen größeren nehmen für die Würste, aber ich will nicht noch einen schwarz machen. Das muss... Ja, ich denke, die sind in den letzten Tagen nicht gerade kühl gelagert worden. Es war zu warm. Ja, das ist mir ist es lieber, wenn wir die... Man könnte jetzt sagen für heute Abend, aber wisst ihr, wir haben heute noch einen warmen Tag. Das Risiko wäre, dann haben wir hier Fleisch dreimal so lange. Ist ja nicht so ein geiles Zeug wie meine Pasta, ja, die du eine Woche praktisch bei 30 Grad lagern kannst. So, das kriegen wir. Haben wir gerade so rein hier Stopf gekriegt hier. Ja. Kochen tue ich hier immer auf meinen Tatonka Edelstahlmuppeln. Und die Butter sieht schon gut aus. Füllen wir uns jetzt hier noch ein bisschen Wasser ein. Heute haben wir ganz schön viel Plaste im Camp, muss ich feststellen. Wo kommt das alles her hier, ja? Abfall. Ist ja ätzend. Hast du schon Trinki gemacht, Eli, eigentlich? Guck mal, Papa macht dir hier Flusswasser rein. Das ist noch aus Lappland, Eli. Ein super Trinki-Schmacko. Kriegst du alles, ja? Weil du lieb bist. Das ist alles gut, Eli. Eli ist schon wieder nicht zufrieden, weil es kurz geraucht hat. Seine Nase. Ja? Wir kennen das, wir hatten das. Aber jetzt hat es ja schon aufgehört zu rauchen. So. Also ich freue mich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir eigentlich das Wasser her hatten jetzt. Das ist eine gute Frage, ne? Könnt ihr mir wahrscheinlich jetzt auch gerade ad hoc nicht beantworten, so dass ich es hören würde? irgendwo hatte ich das in dem Kanister mal abgefüllt, ja? Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, wo? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ganz zu Anfang, Mensch. Hier am Sarek, ne? An der Achsehütte bei unserem Elchopa. Da habe ich das aus dem Fluss geholt. An der Brücke, wisst ihr noch? Wo es so war. Akkurat, dann ist das Wasser jetzt genauso alt wie das Brot, das passt. Das passt auch hier rein. Und los geht's, wir wollen hier gar nichts verstehen. Er steht ein bisschen schief, ja, habt ihr schon gesehen? Papa kümmert sich, ohne dass er hoffentlich umfällt. Der Boden ist hier halt sehr weich durch diesen ganzen... Wir liegen ja hier auf Kienäppeln sozusagen, ja. Jetzt nicht die idealen Voraussetzungen. Hier liegen mal ein bisschen Holz. Voila, Sacka! Bisschen Holz nach, ja, bevor der hier ordentlich Banane macht. Weil der brennt ganz schnell runter. Eli, du bleibst doch schön hier, du Ratte. Du hast schon wieder Müll im Auge. Ja, der hat schon wieder ordentlich runtergeknistert hier. Das geht recht schnell, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. So, jetzt aber. Guckt es euch an. Eins. Zwei. Kriegen wir drei in die Pfanne? Kriegen wir drei in die Pfanne. Akkurat. Ja. Akkurat. Ich bin begeistert. Und hier haben wir unsere Wurst. Ja. Das raucht jetzt so für einen kurzen Moment, bis Eli verschwunden ist. Herrlich, ne? Herrlich. Wir müssen den ein bisschen drehen, dass ich den hier füttern kann von der Seite. Vielleicht puste ich mal kurz. Jetzt geht's los. Ich habe zu doll gestopft. Ja.
Mama, ja, ja, Eli. Ich glaube, der Merlin ist eben an uns vorbeigefahren, ja? Man weiß es nicht. Ja? Ila hat ihn natürlich wiedererkannt, das Auto von gestern Abend. Ja? Ist ja nicht auf den Kopf gefallen. So, ich glaube, ich muss nochmal. Nee, ich brauche nicht pusten, das sah nur so aus. Alles gut? Das muss so sein. Nee, das ist, das Holz war nass jetzt durch den Regen. Es hat ja heute Nacht, hatte ich erwähnt, ja, geregnet. Das ist alles, was ich jetzt eben frisch gehackt habe. Nicht die dicken, die durften noch relativ trocken sein. Aber was ich eben frisch gehackt habe, das ist in jedem Fall ordentlich nass geworden. Ich packe mal den Schlafsack ins Auto kurzzeitig und ihr beobachtet wieder. Ah, das hat doch was Positives mit dem Wind jetzt, dass, die Löcher sind immer gut, wenn die frei sind hier unten, ja, dass da auch den Sauerstoff zieht von unten. Mit dem Wind ist gar nicht so verkehrt jetzt, auch wenn es jetzt ein bisschen, was ist denn da schon wieder los? Eli? Eli, komm mal hierher. Das ist nicht für dich. Komm hierher, Eli. Hierher. Komm her, Eli. Ja, ich weiß, Eli. Aber das ist doch nicht unser Stelli. Komm hierher, Eli. Komm her. Her hier. Das ist jetzt natürlich nicht schwierig. Eli, komm rein hier ins Bubu-Camp. So, dann stell dich hierher. Komm her. Papa macht dir dein Plätzchen. Und du kannst dich dann hier hinsetzen. Guck mal, Eli. Hier, komm her. Na, komm. Komm mal her, Eli, du olle Ratte. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen den nassen Scheiß hier. Nee, geh du mal da runter. Jetzt sind sie ein bisschen wild. Komm her, Eli. Hier. Da kannst du dich kurz ein bisschen hinsetzen. Das ist eh nass. Da bin ich nett, ne? Da bin ich nett. Denn wir müssen ja das Schaffell auch noch nass machen. Oh, ich habe noch mein Schlafzeug hier draußen. Aber das ist Wolle, das macht nichts. Das andere ist Seide. Und jetzt müsst ihr eigentlich loslegen, bin ich der Meinung, ja? Oh ja, guck mal, es sieht gut aus. Seht ihr das? Seht ihr das? Es sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen wir dann bei so viel Futter... Ah, jetzt habe ich zu viel essen. Wisst ihr? Ich habe mich noch die Flocken rausgesucht, wollte das jetzt mit Haferflocken und Milchpulver mixen und so weiter. Aber hey, guckt euch das hier an. Wir machen hier erstmal lecker Toast, würde ich sagen, ja? Ja, das ist ein feiner, Eli. So ist es fein, weil es eine richtige Kuh ist, ne? Da steht sie drauf, ne? Wenn man die hier von hinten sieht. So ist es fein. So, dann haben wir jetzt Marmelade, ist ganz wichtig. Die billige hier. Vielleicht sollte ich Merlin mal, hatte ich gesagt, die verschimmelte Blaubeermarmelade anbieten und fragen, was er davon hält, oder? Da bin ich nett, ne? Ich würde natürlich sagen, dass es verschimmelt ist, keine Frage. Oh nein, sie sind verbrannt. Zum ersten Mal im Leben, sie sind verbrannt. So ein Scheiß, Alter. So ein Scheiß. Und ich sage immer noch, kleine Flamme. Kleine Flamme. Oh nee, Kinder. Was hat denn Dominik jetzt gemacht? Jetzt haben wir kein Essen. Oh, Ila, hast du die Nummer von der Tafel bei? Scheiß. Gibt's die überhaupt in Schweden? Liefern die hierher? Jetzt ist wirklich nichts mehr da. Guckt euch das. Das ist ja in einer Sekunde schwarz geworden. In einer Sekunde. Und es waren nur drei auf dem Ofen. Mist.
Mist, ey. Und ich sag euch immer noch, lasst es bloß nicht anbrennen. Hier, pass mal auf, wie schnell das jetzt geht. 10 Sekunden. Da, schon fertig, schon fertig. 10 Sekunden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Turbo. Turbogang hier. Aber ich nichts danach empfohlen. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Turbogang ist definitiv nicht gut. Andere Seite, wahrscheinlich auch schon fertig. Auch schon fertig. Verbrannt schon. 15 Sekunden ist verbrannt. So ein Mist, Alter. So ein Mist. Scheiße. Da gucken wir jetzt mal, was wir daraus noch machen können. Ne? Die müssen wir erstmal abkicken. Ja, ist alles gut, Ila. Ist alles gut. Was hast du denn gemacht, Ofen? Ich habe gesagt, du sollst langsam kochen. Ah, das ist wie Eli. Der kennt nur volle Pulle. Das ist immer das Gleiche mit den Typen, die wollen nicht hören. Die müssen immer einen auf dicke Tasche machen. Ja? Hauptsache zeigen, was sie können. Und was kommt raus? Kohle. Kohle, sah ich hier. Jetzt kannst du richtig Feuer machen. Da ist eine Wurst drin. Du Arschkeks. Ah, nee. Ich muss mal kurz Eli hier geblieben. Da hinsetzen. Komm hierher. Dahin gespitzt. Du Ratte. Komm hierher, Eli. Sonst eier ich dich an. Ah, jetzt will er wieder auf die Seite, ne? Den kannst du jetzt auch nicht recht machen. Den kannst du nicht recht machen. Der will immer dahin, wo es nicht raucht. So ein Scheiß. Die Kombination offenes Feuer mit Turbo-Wattstufe von, ja, also ich weiß nicht, 2500 Watt dürfte doch hier bestimmt machen, ja? Minimum. Wir müssen natürlich den Brennwert umrechnen von Heizleistung. Ja? Ist jetzt nicht so toll für etwas, was ganz vorsichtig Flamme braucht. Ja? Jetzt sagt mir einer, ja, sonst hast du deinen Optimus Nova immer gelobt. Ja, wisst ihr? Wollte ich mal einmal nicht mit Benzin kochen, siehst du, was du von hast. Siehst du sofort, was du von hast. Ja? Wäre das gleiche Resultat beim Trangia gewesen. Ja? Jetzt sind wieder alle Trangia-Liebhaber völlig verstört hier in die Kamera geguckt. Was soll ich sagen? Ja? Wir hatten's. Na, macht nichts. Macht nichts. Ich habe nämlich noch zu viel Papier im Auto, tatsächlich. Ja? Hat mir Abin gestern auch feststellen dürfen, dass so Küchenrollen. Zu Hause nutze ich, hatte ich schon mal gesagt, muss ich hier nochmal darauf hinweisen, weil ich jetzt damit rumreibe, ja, mein üblicher Haftungsdisclaimer. Zu Hause nutze ich überhaupt kein Küchentuch, weil ich das für eine riesengroße Umweltverschmutzung halte. Aber unterwegs auf Tour will ich jetzt nicht sagen, dass ich den Bedarf nachhole, weil dem ist nicht so. So viel verbrauche ich dann auch nicht. Aber wenn ich mit Tour-Teilnehmern, daher ist es einfach, weil sich die Leute, ich muss ja auch einen gewissen Komfort, Anstand und Sorgfalt Hygiene bieten. Ja? Wir wollen nicht den ganzen Tag mit, so wie ich, rumlaufen, mit Dreck im Mund und im Gesicht, an den Händen. Ja? Muss man hören, dass hier ein Auto kommt. Und dann reicht mir mal ein Tuch. Hast du mal ein Tuch, hast du mal ein Tuch, hast du mal ein Tuch. Ist ganz normal, wisst ihr? Also von daher nicht täuschen lassen. Das zu Hause mache ich das nicht. Dieses Tuchding ist hier aufgrund des, darf man sagen, Wassermangels. Ja? Wir sitzen ja auch gerade an einer Stelle, wo wir nicht übertrieben viel Wasser haben. Ja. Nun gut, wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. Ja, es ist alles bestens, solange es nicht regnet. Und momentan sieht es ganz schön schwarz aus. Da bin ich echt gespannt, was der Wetterbericht sagt. Aber als professioneller Videodreher dürfte Merlin heute auch keinen Spaß haben. Weil da dürfte es nur rauschen im Mikro. Wahrscheinlich rauscht es bei euch auch, weil ihr nämlich an so einer offenen Stelle steht am Baum. Dann tut mir das recht herzlich leid, aber ich weiß nicht, wo ich das sonst hinstellen soll, außer hier in den Ofen. Ja? Dann kriegst du einen heißen Arsch. Also wir versuchen jetzt trotzdem mal, ja, nachdem es angebrannt ist, wir nehmen erstmal das, was noch essbar ist, damit ich wenigstens was im Magen habe. Bestens. Das ist leicht schwarz von der anderen Seite, aber nur ganz minimal. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Wir müssen unseren Freund hier wieder nachfüttern. Der ist schon wieder gierig. Du kriegst den Hals nicht voll. Ja. Kannst du nicht genug reinstopfen hier.
Richard Nehmer Typ. Wie hat es, ja? Kapitalistengrill. Also, ich habe schon mal ein Brot gegessen heute. Das kann mir keiner mehr nehmen. Jetzt zieht hier wirklich ein so stürmiger Wind auf. War gut. Hatte ich mir gestern noch gedacht, mache ich normal. Flying Sea, ja. Fliegendes Bibel, Spitzdach. Oder ziehe ich eine Seite runter? Ich habe mich für eine Seite runter entschieden. Alles richtig gemacht. Heute Nacht hätte ich es nicht gebraucht, aber jetzt, ja. Ganz schön windig. Sieht ihr auch daran? Die Flamme tanzt hier richtig schön hin und her. Super Sache. Und ich muss nicht. Jetzt drückt sie aber. Jetzt drückt sie gleich. Und ich muss aufpassen, dass. Das ist mal eine richtig gute Stelle, wie wir hier sind. Weil wir ja den ganzen Brennstoff direkt vor der Tür haben. Ich brauche hier einen Meter nur greifen. Das hatten wir noch nie am Tor. Und da bietet es sich natürlich so ein Holzofen. Da bietet sich so ein Holzofen richtig an. Ja, würde ich jetzt sagen. Akkurat. Also ich habe mir passend zum Ofen habe ich mir auch Holzbriketts gemacht. Er hat es einfach missverstanden. Er dachte, er soll wieder Kohle herstellen. Ja, weil da ist er fix bei. Aber ich wollte es einfach nur goldbraun haben. Naja, gut. Wollen wir nicht rumjammern? Ja. Das ist ein schönes Ding hier. Zur Not nage ich das oben ab nur. Ja? Und das Gute ist, da der ja alles verbrennt, werde ich dem hier auch genau dieses Brot reinschieben. Gucken wir mal, was ich davon noch essen kann. Nicht viel, so wie es aussieht. Die Seite ist komplett schwarz. Naja. Und mal gucken, was sie. Oh, die sieden schon. Die Würste sieden schon. Wahnsinn. Oh. Oh, das ist die pure Asche, die ich gerade esse. Boah. Ja, also schwärzer geht's gar nicht. Ja? Kohlraben, knüppelhart. Aber wisst ihr was? So ekelhaft, bitter und aschig das auch schmeckt. Es ist nicht schlimmer, als wenn er das Brot nicht toastet. Das ist nämlich genauso scheiße, nur anders. Ja? Ja. Und das gebe ich ja noch nicht Eli, ne? Aua, das kommt schon über, das kommt schon über. Ja, ist doch cool, Lila. Ist doch nur Wasser. Ah, wisst ihr was? Ist doch gut, Lila. Setz dich hin. Ich schieb dem jetzt das Brot hier rein. Hier, mein Freund. Friss. Komm her, Lila. Hier. Du Ratte. Oh, jetzt geht's richtig zur Sache hier. Oh, jetzt fliegt sie aber. Und schön bleib, ist alles gut. Mensch, Eli, du musst nicht gleich die Ratten anlegen. Ist alles gut, Eli. Aber du sollst nicht weglaufen. Da hinten wird es auch nicht besser. Ist genauso windig. Oh, das war hart. Das war hart, die Nummer eben. Da muss ich sagen, nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber hier. So, wir haben, und das war ja Sinn und Zweck der Sache, endlich ein Glas mehr leer. Und das freut mich. Wir machen immer mehr leer. Ja? Und da wir ja so einen schönen Müllplatz sind, häufig das hier alles auch. Das ist auch mal wieder assi. Ja? Wisst ihr, Low Impact Travel, leave no footprints, leave no Glasgläser von Marmelade hier in the landscape. Ja? Auch wenn die möglicherweise von der Hälfte zur Holländern und, ach na, pass mal an. Nee, das ist ja eine Überraschung. Der Merlin besucht uns beim Frühstück. Ist das verabredet oder ist das Zufall? Ich weiß es nicht, ja? Aber es ist geil, ja? Wir sind nicht alleine.
mitten in der Wildnis besucht uns jetzt unser Profi-YouTuber Merlin, ja, mit seinen 100 Millionen 30.000 Abonnenten. Ich fühle mich richtig geehrt hier. Ja. Ah, ein schönes Ding. Und die Würste kochen, die Würste kochen. Jetzt müssen wir eigentlich noch einen Tee draufstellen, würde da sagen, oder? Guck mal, es kocht über, es kocht über. Ach du großer Gott. Und ich hab hier nur nicht mal die Hälfte Wasser drin und es kocht schon über, ne? Es ist Wahnsinn. Ich bin immer wieder hin und weg begeistert von meinem Gerät. Ja, hier, friss. Oh, schönes Ding. Ja? Was gibt's Besseres als Feuer und schwarzes Brot zum Frühstück? Ja? Merlin sieht aus wie ein Angler, der will heute aufs Wasser gehen offensichtlich. Ja? Gucken wir mal, ob wir ihm das anbieten können, ob ich da eine Tour parat habe. Herrliches Ding. Ah, ja. Na, hallo. Hi. Das ist ja... die ist nass übrigens, aber das ist egal. Ja, ich bin nicht erstmal. Hi. Ja, na, gut geschlafen? Grüß dich, ja. Nee, nicht. Das laber ich eigentlich gar nicht. Das war so ein Impuls, ja. Jetzt so diese Standardfloskel, ja, muss man immer höflich sagen, ja. Ja, jetzt hast du, wo du aufgestanden bist, kamen mir die Regenwolken rum, ja, vorher schien die Sonne. Ja. Also es war, ich muss sagen, ich hatte eine akkurat geile Nacht. Ja. Ich habe es mir selbst versaut, weil ich hier den Ofen gefüttert habe. Okay, und dann hat es zusammen wach gehalten, immer wieder schön. Ich hatte hier so einen Stab, das war so ein Riesending, habe ich mir gekloppt und das habe ich alles verfeuert. Okay. Und ich wollte es einfach nicht hier rumliegen lassen, weißt du? Macht doch Spaß. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hast du noch so viel über, beziehungsweise ich habe mir noch mal neu gehackt, weil ich ja gestern nicht einkaufen war. Mhm. Jetzt muss ich Reste essen und wie du siehst... Schön perfekte Bräune. Ja, es ist genau richtig, sag ich mal. Für alle Krebsliebhaber, für die Onkologie kann man das hier... Guten Appetit. Ich habe schon zwei davon. Lecker. Das Schwarze kann man nicht fast abkratzen. Abschneiden. Also das Brot kann nicht besser werden. Das ist schon 4 Wochen alt, ja, und 3 Wochen übers MHD. Okay. Und da dachte ich mir, das Beste, was du machen kannst, ist, wenn es anbrennt. Ja, gut. Aber ich meine, dieses Datum, das sagt eh nichts aus. Ja, meistens eh länger. Die Chemie schreiben wenigstens drauf, best before. Ja, ja, stimmt. Das macht ja auch Sinn. Bei uns heißt es ja mindestens haltbar. Das könnte man falsch verstehen. Ja, das stimmt. Ja, die Kamera läuft, oder? Hallo. Ja, genau. Völlig... läuft schon seit 27 Minuten. Oh, okay, ja. Muss aufpassen, dass du nichts Jugendfreies hier vom Tisch lässt. Ja, nur Jugendfreies. Ich habe es andersrum gedreht, heute früh schon. Ja, absolut. Okay. Habe ich nämlich gefragt, woher ich wieder assoziiert habe, den Ort mit meiner letzten Aufregung über den Rastplatz da. Ja. Dieses typische, wo ich sage, es ist gar nicht schwierig, es passt nicht. Überall kannst du im ganzen Land zelten, kommst du in ein kleines verschlafenes Dorf und plötzlich wollen die Geld. Für einen Rastplatz haben. Ja. Und da ist mir, stimmt da was nicht. Dann kommt sie gestern hier rein, das erste sehe ich wieder in den Kennzeichen. Riesenkennzeichen, Landkreis Gifhorn. Da dachte ich mir, Deutsche, Holländer, was ist hier los? Ja, jetzt schließt sich ja so langsam das Bild hier zusammen. Möglicherweise hat der Gemeindevorstand mitteleuropäische Wurzeln. Ja, das kann man weiß es nicht. Ne? Ja, wie viele dafür? Es gibt ja viele Auswanderer hier, aber ich kann es auch verstehen. Ich verstehe jeden, der nach Schweden auswandert. Ja, das und deine Familie arbeitet jetzt auf dem Samstag, ja? Ja, ja, von 8:30 Uhr. Da warten wir schon einfach. Nee, wann denn? Weil dann können wir halt zusammen. Das macht Sinn, genau. Du mal, siehst ja, ist ja alles noch aufgebaut. Ja. Ich wollte eigentlich Sachen trocknen, ich hatte Schlafsack aushängen, Sachen zum Trocknen, überall verstreut in der Landschaft. Plötzlich kommt die Wolke an. Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich so gut wie gar nicht pennen heute Nacht, weil es die ganze Zeit so rumgeflattert hat, meine Zeltplane. Ist das so hoch da bei dir, so offen, ja? Es ist schon, denke ich, der höchste Punkt in der Umgebung, so, den man besonders wahrnehmen kann. Ja. Wie weit ist das von hier, ein Kilometer? Ganz schwer einschätzen, ein paar Kilometer. Ja. Oh ja. Ich hätte euch jetzt tatsächlich fast vergessen. Ja, natürlich, ich muss ja noch mein Tagebuch filmen. Ich bin mit Merlin unterwegs. Wir hatten, glaube ich, die letzte Aufnahme ist, wo er mich beim Frühstück besucht hat. Ja, dann habe ich noch in Ruhe zu Ende gegessen. Wir haben ein bisschen gequatscht. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen einkaufen und fahren jetzt zu einem... Wir wollten ja paddeln. Ja, wir standen so zwischen Fluss und See. Und ich hoffe, wir kennen uns hier beide nicht aus in der Region. Ja,
Ich habe jetzt einfach mal auf Plaudunz etwas ausgesucht, was mir, wir haben es heute sehr windig, als Mix zwischen Fluss und See vorkam. Ja, und damit wir einen guten Kompromiss machen, ja, der eine so, der andere so. Wir sind gespannt, was uns da erwartet. Ja, was das, wir haben Regenbogen am Himmel, richtig schön großen. Ja, also es könnte interessant werden heute, ja, es könnte ziemlich interessant werden und natürlich, da nehme ich euch dann logischerweise mit. Ja. Und muss ich ja mal sagen, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht gestellt oder so. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt, ja, weil wir hatten anfangs der Reise kurzzeitig Kontakt, nur weil Merlin meine Videos gesehen hatte und gesagt hatte, Mensch, das wäre doch mal was. Und ich gesagt hatte, Mensch, das ist doch was, ja. So sieht's aus. Wir fahren jetzt hier auf den Regenbogen zu. Ja. Ich kann jetzt mal nicht nach vorne fahren, filmen, weil Merlin fährt vor mir, ja. Und es muss ja nicht jeder seine persönlichen Daten im Internet verbreiten, wenn er wisst, was ich meine, ja. So frei bin ich, weil ich bin Tourguide und habe eine Webseite. Ich bin Ansprechpartner, ja, und ich brauche auch diesen Kontakt, dass man mich so erreicht. Ja. Das ist für mein Geschäftsbusiness notwendig. Und von daher mache ich daraus kein Hehl, aber ich kann das natürlich verstehen, dass jemand, der nur online arbeitet, mehr oder weniger, ja, da durchaus ein bisschen Privatsphäre für sich behalten möchte oder sich vielleicht auch vor anderen Dingen schützen möchte. Ja. Von daher filmen wir hier keine Kennzeichen und sowas. Ja. Bei mir wisst ihr ja, aber woanders. Deswegen fühle mich jetzt nicht nach vorne, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ja. Ansonsten hätte ich euch einen schönen Regenbogen gezeigt. Ja. Ja. Und dann, Ila kommt natürlich mit. Das dürfte klar sein. Wir sind beide sehr gespannt. Wir sind in 200 Metern da. Fremde Horizonte. Wir haben doch gesagt, wir machen es heute entspannt. Genau, aber wir werden zurücklaufen, dass es schon kommt. Also wenn der Wind nie zurück geht, kommt er nie zurück auf diesen Ding hier. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Da müssen wir uns noch einen Motor auf abbauen unterwegs. Nee, da. Okay. Was für kräftige, schöne Farben die Natur einfach von sich aus bietet.
Braucht gar keinen Kontrast im Verstärker. Ja. So, hier wird es wahrscheinlich flacher mit dem Gras. Das wäre interessant, ne? Ob das wirklich flach ist oder ob das noch so flach ist. Jetzt hier flacher mit dem Gras. Also, wenn wir heute einen Siegel hätten, dann würden wir hier schon 20 Minuten fahren. Ja, machen wir. Auch nicht, aber manchmal geschehen Dinge, ohne dass man den Grund sieht. Ja, ja. Ich halte die Augen offen. Das hat er vorhin schon mal gesagt, wegen meinen Gummistiefeln, mit denen ich überall rumrenne. Das ist in jedem Fall. Ja. Wer schon mit Gummistiefeln anreist, der ist eigentlich dafür verdammt hier zu bleiben. Ich finde einfach den Gummistiefel-Lifestyle finde ich einfach entspannt. Ich kann überall durch, immer trocken, immer warm. Vorbeigefahren, da dachte ich wirklich, wir sind im Schwarzwald. Ja, echt? Eins auf linker Seite, das sah genauso aus, da haben wir hier die Geranien und Zwiebeln im Blumenkasten fehlen. Ja, ich liebe diese Schwarzwaldhäuser, weil diese langen Dächer, das genau, hat sowas. Genau, diesen riesen Giebel davor. So was Schützendes. Gefragt, ja. Vermutlich. Und die Baumreihe dahinter ist das Festland. Ja, genau. Das sind zwei so eine, du musst immer abspeichern, wo man gewesen ist, damit man den Platz auf der Karte wiederfindet. Ja, meine ganze Google Maps Karte ist übersät mit Markierungen. Hast du die ganze Zeit online? Ja, die ganzen. Also ich habe halt immer, wenn ich wo gepennt habe, habe ich mir das gespeichert. Ja. Und seitdem habe ich so komplett alles voller Markierungen. Ach so, ja. Du machst so Wegpunkt-Fixierung genau. Sozusagen. Ja. Oder auch wenn ich so irgendeine coole, ich habe halt verschiedene Listen bei Google Maps. Eine Liste Übernachtungsorte, eine Liste coole Stellen generell, schöne Stellen mit Feuerstelle und so weiter. Oder Stelle mit coolen Schutzhütten. Und dann habe ich halt einen anderen Kumpel, der auch gerne nach Skandinavien reist. Und dann tauschen wir uns auch mal ein bisschen aus, welche coolen Stellen wir wirklich gefunden haben. Ich habe auch mal jahrelang, manchmal habe ich es immer noch sammeln, die GPS-Koordinaten für diese Zeitpunkt. Ja. Aber gerade so was Hütten und Stellplätze angeht, verändert sich irgendwann auch tatsächlich mal. Mhm. Kommst du nach 10 Jahren hin und dachtest, jetzt könntest du da hin und plötzlich steht ein Haus auf deinem sonstigen Stellplatz. Ja, verstehe. Zusätzliches Abenteuer hierfür. Runter mit dir. Zusätzlich. Runter.
wichtig, weil genau dafür gehe ich nach Skandinavien. Genau diese Momente. Besser geht's eigentlich gar nicht. So, da. Ja, schwimmt ja, habe ich hier. Da wird es weniger windig schon. Flacher, genau. Jetzt ist ja nämlich die Frage, wo es lang geht, ne? Ob das jetzt irgendwann hier gegen Sonne abknickt. Und dass man da geradeaus jetzt in die Sackgasse getrieben wird, weißt du? Also, ja, ne. Verstehe. Hier lassen, ich fahre immer auf die Insel zu, aber ich glaube, die, nee, doch, die hat ein festes Ufer. Doch, das sieht so aus. Bäume sind schon mal drauf, sogar ja. Abgeschnittene Bäume. Das hat eine Kante, ja, sehe ich schon. Hier wird's ja, hier, gut. Ja. So, Eli, hier kannst du raushoppen. Hopp, raus mit dir. Komm raus, Eli. Oh. Ja. Hey, Ruhe. Bisschen Landgang für den Eli. Oh, hier wächst eine einsame Kiefer auf dem Stück da. Tatsache. Da muss Ila ja immer gegen die Kiefer wahrscheinlich. Ja, endlich, wir haben eine kleine Strömung. Ach. Gut, mal die Beine ein bisschen zu verbrechen nach der abgeschnittenen Schritthaltung. Warum gehen Hunde eigentlich, wenn sie im Wasser waren, immer zu einem hin und kippen sich dann? Ich dachte, das kann abgeschnitten. Vergessen, dass er noch Sachen anhat. Schönen Dank, Eli. Die werden jetzt gewaschen. Ja, das Problem ist, jetzt zittert er damit. Okay, verstehe. Da ist Geloft drunter. Wäre jetzt natürlich der ultimative Test. Der Hersteller sagt ja, wir haben doch, wenn es nass ist. Ich habe zu der Dame gesagt, das passiert maximal bei Wolle, aber nicht bei Kunstfaser. Aber gut. Ah, da hat ein Biber hoch. Kleine, ja. Ist falsch, ja. Aber das hat nicht dahin getrieben, sondern einfach seine allgemeine Neugierde. Wir können auch alleine paddeln, dann läuft ein Land weiter. Das ist auch nicht das Thema. Oh. Nur eine orangene Weste hier, eine Schweden, seine Signalweste anziehen müssen. Ja, bin mir, nicht, ja. Dass irgendein Jäger den jetzt hier für ein Schwein hält oder so. Weil da reagieren die ja auch auf Schwein, haben sie nicht Angst. Schweinfest, da gehen die ab.
Ja, die Wildschweine sind ja vor allem in Südschweden, aber dann so Explosionsarten. Das sagen sie ja, meiner Meinung nach ist das gar nicht da. Weil sie gar keine kennen, gar keine haben. Und sie sind plötzlich welche aufgetaucht und haben sie eine Massenhysterie gemacht wegen der afrikanischen Schweinepest und haben das ein bisschen gepusht, dass es jetzt super viele Wildschweine gäbe, was natürlich wieder ein Anreiz war für die letzten Jahre auch nochmal loszugehen. Ich muss sagen, ich habe nicht ein Wildschwein gesehen in Schweden zu dem Zeitpunkt, wo es gehen sollte. Ja, ich habe auch noch keins gesehen, aber ich war nicht so weit. Ich habe mir von zwei Rangern erzählen lassen, die gerade die Zettel aufgehängt haben mit der afrikanischen Schweinepest überall und haben gesagt, man meinte, dann kommen die jetzt nochmal. Ja. Ja, wir hatten Schweine, aber da habe ich gesagt, ja wann denn und wo denn? Naja, da finden sie andere zu stammeln und so. Also, ich weiß nicht. Also wir haben Schweine in jedem Fall in Deutschland. Ja, natürlich. Schweine, ja. Aber wenn der Schwede sagt, er hat Schweine, hat er vielleicht 10. Das ist wie mit Wölfen. Verstehe. Ja. Jetzt hat er auch noch die Jacke aufgemacht, weil nämlich der Verschluss kaputt ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist nur eine 400 Euro Fehlkonstruktion, ist kein Problem. Hersteller zum Glück sagt, haben wir ein Boot. Ach, das sieht dann da liegen bleibt. Für ihn ist kein Problem, der kann auch hinterher kommen. Das ist, also nach dem muss ich mich. Ich meine nur, falls die Jacke da irgendwie liegen bleibt. Ach so, ja. Nee, die hat hinten noch zwei Gummis, die haben es selber genäht. Die halten. Okay. Schöne Inselwelt hier, ja? Ich kann das total genießen. Irgendwie. Kannst du deiner Gastfamilie empfehlen? Ja. Paddelparadies. Machen die sonst auch mit Booten? Oder? Ja, die haben auch Kanu und die haben auch so aus Alu irgendwie ziemlich großes. Oder aus Metall, genau, ich weiß nicht. Das haben die total verschrottet irgendwo gefunden im Wald und wieder hergerichtet. Ja, wenn es zu silbern ist, wird es ein Alu-Kanu sein wahrscheinlich, ja. Gibt es ja so ein paar Leihveranstalter haben die hauptsächlich. Ich mag die nicht, weil die ganze Fische mit Verschaus mit dem Schall, der übertragen wird auf dem Boot. Okay. Und im Sommer ist es knallheiß. Aber sonst hält es natürlich, ja. Naja. Ist ja aber auch ein Biberparadies, ja. Also wenn man da noch ein paar Blöcke noch hat. Viel sind es ja nicht mehr, die hier stehen, ja. Aber eine große Population werden die wahrscheinlich. Ja, ich habe schon viele Biber mal gespürt, die Reise gesehen, aber vor allem in Deutschland. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, war das was Besonderes, Biberspuren zu sehen. Ja? Aber inzwischen bei uns nicht mehr. Nee, bei uns, also da, uns werden sie geschossen zumindest. Ja. Ja, weil wir haben die großen Pappeln und die fällen reihenweise um, die alle. Ne? Und dann wird es natürlich gefährlich, der Bauer beschwert sich, weil sie dann auf dem Feld liegen und so. Ja, ja, ist Wahnsinn, was die verteilt der Unmieten. Gell? Mhm. Das ist so. Vor allen Dingen in welcher kurzen Zeit. Man kann das wirklich, man könnte Zeitraffer drehen davon. Ja? Man sieht genau so eine große Pappe fällt in 5 Tagen um. Jede Nacht nagt er ein bisschen daran rum. Irgendwie so das Prinzip Nagetier pervertiert so ein bisschen. Gell? Nicht so ein Hamster, eine kleine Maus, die mal an einem Stöckchen rumnagt. Mhm. Also so. Das sind schon ordentliche Zähne, die da zugang geraten. Von Ila hat einmal eine Lippe gebissen. Echt? Die einen so einen Kratzer. Einmal komplett über die Brust, aber da waren erst 2. Das ist auch, der Kratzer ist von der Bisamratte und der Biss ist von dem Biber. Echt? Der Biber hat sich mit dem angelegt? Hm? Ja. Ne, er hat sich mit dem angelegt. Ja, das muss er ja selber wissen, sage ich mir. Aber macht jeder seine Erfahrung. Ich ja auch, ja. Wenn er meint, ja, das Tier ist neugierig und naja. Er hat nicht den Kürzeren gezogen, aber es hat zumindest ein paar Spuren bis heute hinterlassen. Wow, ja, Narben des Kampfes. Das ist so. Mir ist das egal, weil ich habe auch überall Namen von irgendwelchen Verletzungen. Ja. Ja, das bleibt nicht aus. Aber es gibt ja Leute, die sagen sich, ach, ein schöner Hund und eine Narbe, ja, das darfst du nicht machen. Und dann geht da eine Bewertung irgendwie runter für die Leute, die gerne Pokale jagen. Ja, das ist ja auch. Ja. Da sage ich mir immer, hey, das ist ein Tier. Egal, wie der aussieht, ja. Ila, bist du fertig da drüben? Ja. Da bummst ja den Baum.
Naja, also es ist wirklich ganz interessant, wie lange hier noch so die Sonne und das warme Wetter ist. Ja, wir haben jetzt über 10 Grad, würde ich sagen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Afrika hoch wahrscheinlich. Aber Wetter richtig genutzt. Ja, das kann man sagen, ja. War das gut, dass man der einzige Fehler, den ich gemacht habe, dass ich überhaupt nicht hochgefahren bin. Ich hätte gleich da auf dem Platz im Auto pennen können. Ach, das ist doch ein Fehler. Ja, ich meine, die ganze Nacht wärst du von mir nur dazu gezwungen worden, Feuer aufzulegen. Oder aber ich wäre nicht von dem flatternden Wind wach gehalten worden. Ich wäre deutlich schon unten. Hätte so mit Schlaf gehen. Aber ganz ehrlich, dafür, dass ich heute Nacht nicht gepennt habe, fühle ich mich gerade erstaunlich wach. Ich habe auch, wie gesagt, mit 3 Stunden draufgelegt. Über Papiere und Medium. Und dann kann die Autos abziehen. Aber tatsächlich in der Zeit so zwischen 2, kannst du sagen, bis 2 bis 5, vermutlich bis 5, zumindest nur 6, war es ruhig. Ja. Der eine LKW, der mal einer halben oder Stunde vorbeifährt, das merkt man nicht, wenn man steht. Aber sonst, falls du noch auf dem Platz schlafen solltest, vor Mitternacht ist er noch relativ laut. Ja, also aber du merkst ja nicht, wenn dunkel ist, ist eigentlich, sag ich ja immer, kannst du auf einer Klohalde schlafen. Es ist völlig egal, wo du dein Zelt aufstellst. Nimmt sie nicht wahr. Ja, genau, vor allem in meinem Auto drin habe ich dann irgendwie noch mehr. Das ist ja sowieso, wenn du im Auto schläfst, dann kriegst du das ja nicht mit. Ja. Eli, wie sieht's denn aus hier? Komm mal her! Hierher! Nun komm! Der ewige Entdecker. Ja, hierher! Ach, siehst du, was gestern Abend gepiept hat, war meine Kopflampe, der Akku. Ah, Smartcore, da hat mir gesagt, nur mit 10% Akku. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, vielleicht war es deine Kopfhörer, die ausgefallen. Der Akku war schon tot zu dem Zeitpunkt. Nun komm her, Eli! Manchmal braucht es einfach nochmal diese Aufforderung. Oh, das sieht toll aus, wie wird sich nicht umsichtig. Ich hätte jetzt den Camcorder dabei, das wäre eine richtig schöne Erinnerung. Kannst mit der GoPro unter Wasser tolle Aufnahmen machen. Das habe ich auch schon gemacht, absolut nicht. Eli, hierher, nun komm! Und das dann noch gepaart mit dem Slow-Motion-Modus, dann kannst du dir vorstellen, wie schön das ist. In jedem Fall. Da muss man eigentlich nur durch irgendein 20 cm tiefen Schwarzwaldbach die Kamera einmal kurz durchziehen. Das ist ganz einfach, das sieht total geil aus. Mhm. Na schön. Naja, dann fahren wir ohne dich. Ist kein Problem, Eli. Mein kleinen Kinder. Der König des Biberlands. Der kommt hinterher. Ja. Ja, geht das oder wollen wir noch ein bisschen rausziehen hier? Ja, ich denke schon. Hier rein und dann schiebe ich das Ding hier rein. Ich glaube, mein Akku müsste bald platt sein, aber ja. Ich schau mal. Ja, sieht relativ leer aus. Oh, ja. Das soll uns jetzt, wir haben nichts verloren am Land, nee, alles mitgenommen, dann ist gut. Ach, da fahren wir, das ist die Insel rum. Da kann ich mich noch ein bisschen anstrengen. Na scheiße mit der Jacke, Eli, ne? Ich hab dich gewarnt. Oh, also hier ist wenigstens gerade kein Wind. Das ist sehr angenehm. Total angenehm. Jetzt kann man mal vernünftig gerade hin. Hier direkt über den Grund gleiten wir. Wow. Na, was uns überlegt, ja? Das ist schön. Da kommt er. Ich habe kein Handtuch mehr diesmal. Ja? Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er mit den Klamotten rein. Ach. Aber oh, ich glaube, hier ist ein bisschen, ja. Da kommen wir durch. Geht noch, ja. Bisschen das schmottrig. Ja. Es sei denn, du siehst einen Felsen. Bisher nicht, nein. Du hast so einen Stock hier. Das ist gut hier. Trinkwasserzustand.
Oha. Ja, ich glaub, okay, hier ist natürlich auch näher am Schlamm. Nee, ich habe doch meinen Sirup drin. Ach so. so schlimm ist es doch nicht. Okay. Na, Eli? Hi. Ja, ist nicht kalt heute, ne? Naja, wenn es regnet, dann ist die Regenjacke schon mal nass. Ja, von außen und innen. Da oben haben wir wieder links so ein richtig schön Kahlschlagding. Ne? Ja, absolut, so komplett durchrasiert. Das müssen wir Foto machen und FSC zertifiziert Volkswirtschaft in Mittelschweden. Im Supermarkt auf die Bretter drauf pappen, ja. Das Foto. Da kommt dein Sperrholzplatte her. Ja, aber ich glaube, viele Leute würden das gar nicht checken, was das Bild soll, wenn es da kleben würde. Nee, das sowieso nicht. okay, cool, so sieht die Gegend aus, verstehe. Herr Ila, willst du wieder reinkommen oder was? Mir wird da langsam kalt. Na komm her. Tüchtig am Schwimmen. Ja, da werden die Augen groß, Eli, ne? Da, ja, jetzt willst du rein, das ist mir klar. Das ist so eiskalt, das Wasser. Okay. Ja. Jawohl. Ah, jetzt haben wir das mit dem Schütteln hier. Jetzt haben wir es mit dem Thema Schütteln, jetzt ne? Jetzt haben wir Wasser am Boot. Herzlichen Glückwunsch. Naja. Kommt vor. Eli, du hast es uns richtig schön versaut jetzt hier. Naja, wenn er aus dem Wasser kommt, geht er gar nicht anders. Wow! Schön Seegras. Das sind Seegras, ja. Schön, Eli. Ganz toll, ja? Jetzt weißt du, was man hast. Morgen mehr Kälter. Ja, echt? Läuft das so? Weil naja, der wird sich jetzt verkühlen. Ich mach doch nichts am Abtrocknen mit. Ja. Da muss jetzt hier ganz aktiv die Sonne auf dem Pelz brennen. Jetzt merke ich auch so ein bisschen, wenn du sagst, der Hund wird zum Mensch und der Mensch zum Hund, auch in dem Sinne, dass du ihm viel Eigenverantwortung gibst. So. Ja, natürlich. Ja. Er muss die Sachen, soll er selbst entscheiden. Das ist alt genug, ja. In Menschenjahren ist er 60 Jahre, 55, 58. Wow. Wenn man das umrechnet, da sollte man wissen, was man tut, oder? Ja. Ich bremse ihn jetzt nicht aus, wenn er was machen möchte, soll er es tun. Er hat ja schon viel Erfahrung gesammelt. Ja, das Blöde bei Hunden ist, sie sind doch mal extrem vergesslich und leben auf dem Augenblick. Ja, Vor- und Nachteil zugleich. Ja, das ist, manchmal würde man sich wünschen, auch hier zu sein, ja. Ja. Wenn du nur immer in diesem Moment jetzt lebst, kannst du die Sache natürlich viel mehr genießen. Ja. Richtig, und man macht sich, grübelt nicht so viel nach über Probleme. Genau, man denkt überhaupt nicht nach, man handelt nur instinktiv. Ja. Aber dafür gibt es auch keine schönen Erinnerungen oder Sehnsüchte, die einen antreiben. Ja, das, naja, zumindest ist bei den Hunden. Yeah.
Mikro vergessen. Komm mal her wieder, ich versuche mal dein Ding zu machen. Ja, ja, komm. Nee, ich habe das nur so zum Rand. Ach so, wegen dem Hund hier. Ach, das ist ja freundlich. Das wäre völlig egal, wenn das Wasser gefallen wäre. Das ist schon nass. Okay. Das ist kein Problem, wir fahren vorbei und dann steuere ich aber absichtlich drunter durch, um die Reaktionsfähigkeit zu testen. Ja. Ich fahre jetzt vorbei. Dankeschön. Sehr nett. Aber es ist trotzdem abenteuerlich an einer Linie. So, wenn man mal zwischen hängenden Gestrüppen durchpaddelt. Ja klar, das hat schon was. Ich glaube, er freut sich gerade, an Land zu sein. Ja, da dürfte auch etwas wärmer sein als hier am Boot und dann geht er uns nicht zu Kürz. Ja, die Kamera ist auch gut. Ja, soll ich es mal ein bisschen hochneigen? So war es nicht gemeint. Das habe ich auch nicht so gemeint. Ich meine nur, die hat ja Weitwinkel, weißt du selber. Ja, ich habe immer nur das Boot am Rand, dass man so ein bisschen vom Wasser drauf hat, weißt du? Also die. Ja. Unser linker Söhlrand sozusagen die Mitte der Kameraperspektive ist. Vielleicht bei den Anglern. Ja. Oh, ich habe meine Kajak. Ich glaube. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es gut, dass wir auf dem See sind. Also eigentlich ist es ja ein Fluss, ja. Ja. Achtung, Felsen hier. Flusscharakter. Ja. Da war ganz knapp. Achso, nee, alles gut. Ich dachte jetzt schon, du dachtest hier. Nee. Vor mir war keiner. Also bei den Felsen brauchen wir uns keine Sorgen machen, da stoßen wir gegen und dann passiert noch nichts. Okay. Das Boot hat schon einiges mit dir gemacht, was spitzere Felsen angeht. Alles klar. Gut. Also das verkraftet mehr, als es aussieht. Alles klar. Okay.
bleib! Wir holen dich ab. Du kannst von oben reinspringen. Und das wird gut kippen. Blums. Hier können wir uns festhalten. Das ist gut. Das ist ja schade. Ja, Ila, ist ja gut, wie du es im Fall. Hi. Da ist, glaube ich, eine Schraube auf der anderen Seite. Kann das sein? Ja, ja, genau. Ich halte ihn hinten, darfst du, alles gut. Okay. Hier kommst du her, Eli. Komm her hier, du Ratte. Du komm hier. Ist rumeiern. Oh, Wahnsinn. Wow. Jetzt hast du den Hund auf dem Schoen. Ach, wie Schlimmeres. Ja, Hauptsache, er hat es geschafft. Komm her, Eli. Was hast du denn wieder angestellt? Mach mal einen Hubschrauber, Eli. Ey, es hat funktioniert. Du bist ein Vollvogel. Hast du Merlin erstmal schön hier nass gemacht? Schlimmeres, das ist nur die Hose hier vorne, das macht nichts. Oh, aber hier ist gerade windig jetzt, das gefällt mir. Ja. Hier wachsen noch Pfeifenbeeren oben, ne? Ja, ich habe auch schon ein paar geerntet noch im Wald, ne? Hast du da auf deiner Alm noch Früchte, ja? Ja, ja. Das sind viele auch schön, ja. Ein paar sind schon ein bisschen mehlig vom Frost, aber viele noch erstaunlich genießbar. Ich habe einen starken Pilzgeruch wahrgenommen, wie auch schon von dir erwähnt. Das sind die hier, ja, würde ich sagen. Wir sind auf so einer kleinen Robinson Crusoe Island. Haben wir das jetzt hier getauft. Wir machen jetzt hier unser Survival Camp auf. Die Insel ist genau 20 mal 43 Meter lang. Und wir werden hier wahrscheinlich am ersten Tag schon sterben, weil es keine Blaubeeren gibt und nur nach Schimmelpilz riecht. Eine sehr interessante Paddeltour haben wir hier auf dem Hoyan, heißt glaube ich, dieses Gewässer gemacht. Ne? Ziemlich windig ist es. Die nächste Tour machen wir in jedem Fall mit Achtersegel. Schaut mal. Ah, ist das nicht idyllisch hier? Südschweden im Sommer, ne? Ila ist schon mit seinem Nicht-Bademantel schwimmen gewesen, ne? Deswegen zittert er jetzt ordentlich, so lange bis das Ding wieder trocken ist. Aber Brennholz haben wir hier, wir können uns hier einen super, oh doch, da, den kriegen wir ein bisschen schön, jetzt brauchen wir bloß noch den Buschgott hier, oder wie das Ding heißt, der Solostrom, dürfen wir keine Werbung machen. Ja, so sieht das aus, meine lieben Freunde, wenn man sich auf so einer einsamen Insel irgendwo strandet, wild und abhängig ist und hier gibt es keine Naturtoilette. Ich habe keine Taschentücher, keinen Müll, kein gar nichts gefunden. Weil wahrscheinlich kein Mensch so verrückt ist, hier zu lassen. Aber windig ist heute, ne? Das hatten wir schon. Sehen wir das andere Ende der Insel? Da sind wir schon. Das ist das andere Ende der Insel. Auch ein toller Ausblick, ne? Schaut euch das mal an. Herrlich. Du siehst das bestimmt schon. Oha! Eine ganze Weile zumindest gepaddelt, ne? Und jetzt könnt ihr hier abstimmen, wer von uns beiden Naturmenschen jetzt hier für die Nahrungsmittelbeschaffung zuständig ist. Weil der ist in jedem Fall am Hintern, bin ich der Meinung. Ja? So sieht das aus, wenn sich zwei YouTuber gegenseitig filmen hier. Ja. Ja, wir haben nichts zu essen gefunden. Wir müssen jetzt hier leider verhungern in dem Camp. Tja, Messer ganz umsonst mitgenommen, da kann man nichts machen. Aber wir können hier die Flechten von den Kiefern runterpulen. Wir haben immer ein Trinkwasser, das reicht schon mal für ein paar Tage. Genau, nachts wird es ein bisschen frisch werden. Ja, aber wenn wir die Felsen umstapeln, kriegen wir so eine schöne Wand zustande. Ja, und da ist unsere schlanke Betty. Heute mal nicht schwangerer Zustand, aber dafür angepinkelt von Eli, von innen sozusagen. Die hat nämlich das ganze Wasser ins Boot gebracht. Tja.
Da hinten? Naja, 6-7 Liter sind das schon, ne? Ansonsten sind wir aber noch trockenen Fußes hierher gekommen. Schöner kleiner Ausflug, ja, ganz spontan, ungeplant. Biberspuren haben wir gefunden. Das auch alles. Ja. Und hier kommt der Hund von Baskerville. Ila, der Verrückte, kriegt nicht genug. Der rennt hier mit den Klamotten heute schwimmen. Ja. Völlig verrückt. Ja, wer hätte es gedacht, wir sind gleich im November und es sieht noch aus, als ob es gerade später Juli ist, ne? Ja. Ah, da stehen wir, wie so eine Windrose vom Kompass, die gerade über so eine Eisenbahnbrücke fährt. Ja, die drehen uns hier nämlich in die falsche Richtung, beziehungsweise müssen jetzt gegen den Wind zurückpaddeln. So schnell wie wir hergekommen sind, das brauchen wir wahrscheinlich dreimal so langsam, wie wir bis dahin zurück sind. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und da hinten, guckt euch an, das ist unsere Survival-Insel. Ja? Auf der haben wir gerade ganze 12 Minuten überlebt. Ja? Und uns geht es immer noch gut. Seht ihr? Ich habe keinen Pilz gegessen, der nicht komisch gerochen hat. Blaubeeren haben wir nicht gefunden. Und das Wasser ist ja giftig, haben wir hier gelernt in Skandinavien. Von daher, wisst ihr, ist das Leben hier oben schon ganz schön hart. Aber wir werden weiter zusehen, dass wir jetzt unser Überlebenstraining mit unserem Survival-Boot fortführen. Bis später. Ja, nur klar, immer rein mit dem Wasser. Ist gar kein Problem. Wir haben vor allem mehr gemacht. So. So. Hast du das gemacht, Peter? Ja? Nee, wahrscheinlich gar nicht. Hast du mir vergessen, dass du draußen warst, ne? Nee. Jetzt auf den letzten Metern wird es immer windig. Ja, ja. Es ist sicher gleich noch ein Stück, ne? Also da hinten, Alter. Meinst du, da hinten schon, ja? Ja. Machen wir nicht noch eine Kurve nach dieser? Ach, keine Ahnung. Ja. Schau mal. Ich glaube, weil wir nämlich so schnell anfangen geblieben sind, dass wir schon wieder vergessen. Kann auch sein, ja, lass uns überraschen. Er hat einen Schwan. Zinkschwan wahrscheinlich. Oh, das ist fatal. Nee, Eli, das kannst du vergessen. Das ist kein totes Wildschwein. Das ist ein Witz gewesen. Eli, nein. Guck vorne den Zinkschwan an. Heute noch Vogel zum fürs Feuer. Das ist auch nicht verkehrt. Gut, das darf ich gar nicht sagen, die ganzen Schuhschützer jetzt hier. Wir essen natürlich keinen Zinkschwan. Nie im Leben. Aber wir verkloppen den Eli. Komm hier rein jetzt. Reicht's aber. Komm her, Eli. Ich paddel dich gleich. Glauben wir wohl nicht. Und wenn du übermütig wirst, bin ich dir auf den Kompass an. Da hinten muss es sein. Weißt du, das ist dann ja. Ist, ja. Ich glaube schon. Glaube ist der Anfang einer jeden Katastrophe. Ach, kommt auf den Glaube an. Der Glaube, dass dieses Ufer sein könnte, versetzt uns in hoffnungsvollen Enthusiasmus und der sorgt dafür, dass wir uns nochmal richtig reinhängen. Und deswegen. Das ist auch eine sehr positive Einstellung. Ja. Das sind nur die Kamera, Leute. Okay. Der Glaube an dieses Ufer da hinten ist fatal. Könnte mal im Ruder runterstechen. Das habe ich schon versucht. Ja, okay, dann. Länger als das Ruder. Ja, dann müssen
muss da von der Tiefe keine Sorgen machen. 10 Meter lange Palmen niederwachsen wahrscheinlich. GoPro mal reinhängen. Mit mehr Licht, das ist schon ein bisschen dunkel. Nicht fragen, was diese zwei Bogen überhaupt zu bedeuten haben, ne? Keine Ahnung. Sonnenuntergänge sind hier oben auch noch mal krasser einfach. Ja. Fantastisch. Eli, komm her. Komm hierher. Also hauptsächlich an Händen gerade. An Händen wird es jetzt langsam kalt. Ja, weil ich hier halt auch hier reintauche manchmal. Hier rechts ist noch eine Schützhütte, die kann man noch mit anschreiben. Sehr gute Idee, aber vorher bitte alle Birken entrinden. Ja, das muss man, die ganzen Briefe an der Senatsverwaltung schreiben, dem Katja Lanta. Wie viele Birken sind da? Ja, wegen der Türe, gell, da hinten offen ist. Also diese Bootshütten wahrscheinlich, da sind dann vermutlich die Winterausrüstung drin. Ja. Der Schlitten mit den Schlitten. Ich denke, da sind wir genau im richtigen Moment umgekehrt. Ja. Wir haben einen Tour gemacht auf dem Kanadischen See. Da haben wir nämlich nicht den richtigen Moment abgepasst. Okay. Weil der Rückweg zu lange gedauert hat. Und der Rückweg war, das war eine Katastrophe mit richtig viel Adrenalin. Wow. Weil dann Gegenwind kam, die Wellen wurden hoch, die Strömung, es war ein Riesensee und es wurde dunkel. Ich habe gesagt, ich bin auf dem Meer und ich hatte keinen Bock mehr. Boah. 500 Euro dafür gegeben, dass uns einer so schnell wie möglich ans Ziel bringt. Ja, ja. Das war nicht mehr lustig. Das glaube ich. Also, sowas kann sich ganz schnell ändern und wechseln. Ja. Und da ist die Variante, Alternative, übernachtest du irgendwo mit dem Boot, hast du wenigstens ein paar Jacken mitgehabt. Ja. Aber dann bist du in einer absoluten Bärenregion. Die Einheimischen schon gesagt haben, ihr solltet nachts lieber zurück am Auto sein, wegen den Bären und den Wölfen. Da kommt dann alles zusammen, so genau, eine Situation. Genau, in der gleichen Nacht kriegst du den Wolfsbesuch von Wölfen, die sind so groß, die reichen dir bis zum Bauchnabel. Wow. Und dann sagst du immer gut, dass du nicht irgendwo weit übernachtet hast. Das müssen ja Monsterwölfe sein, krass. Das sind Riesendinger, wirklich. Also, die waren größer als die in Sibirien. Ich weiß nicht, was sie denen da zu füttern geben, aber die sind in jedem Fall höher. Ja. Eli, was soll denn das? Irgendwo in Nordamerika sind da auch so genetisch manipulierte XXL-Lachse entkommen und haben sich mit der wilden Population vermischt.
Aha. Das ist auch fatal. Keine Ahnung, ob die gefressen haben. Das kann ja eigentlich keine Auswirkungen haben, so innerhalb einer ganz anderen Art. Aber Eli, nein. Es ist ja... Eli, nein. Du bist so verrückt. Eli. Ich weiß natürlich nicht, was hier felsentechnisch jetzt dazwischen abgeht. Schauen wir mal. Ich check das schon. Ja, okay. Hab alles im Griff. Okay. Eli, du kommst jetzt hier rein. Eli, hey, komm her. Jetzt reicht's aber. Ja, hier bleib, Eli. Verrückter Mongo. Wow, wow, oh, voll aufgelaufen, scheiße. Ist aber ein größerer, den man hier... Ah, ich hab's nicht gesehen, ne? Wo ist er denn eigentlich? Hier direkt unterm Boot. Ach, unterm Boot, ja? Ja, wir sind stecken voll drauf. Ach so, deswegen kippelt das so. Ach, hier ist sie jetzt, ja, ich merke schon. Warte mal, so. Gehen wir mal ein bisschen rückwärts. So. Ich wollte mal versuchen, ob wir da durchkommen. Aber es sind doch noch ein paar hier, ja? Ja, alles klar. Machen wir den anderen Weg. Ja, die sind so heimtückisch unter der Oberfläche direkt. Ja. Aber zum Glück sind das alles nur runde Felsen, alles kein Problem. Okay. Da ich jetzt ganz optimistisch, nein, 20 Liter Wasser wohl bei Loch drin ist. Hey, immerhin sind wir direkt nah am Ufer. Ja, wir haben es ja nicht mehr weit. Also ich dürfte sagen, dass jetzt 12 Uhr die Hütte steht. Da vorne, ja. Wow, hier gibt es auch noch mal. Oh, hier auf total, wow. Schau mal, hier kann ich direkt so abstoßen. Alles gut, ja, aber das ist hier Sand, ey, dann können wir hier fast anlanden schon. Ja. Eli, jetzt reicht's, komm hier hin. Was soll denn der Scheiß? Ich habe jetzt hier schon, ich zauber dir gleich eine, ich meter dir gleich eine und verpaddeln. Ja, das ist noch die angenehme Sprache, die jugendfreie. Mein Arsenal für eine Schelle verpassen wird immer größer. Also an alternativen Ausdrucksweisen dafür. Solange man das nicht macht, kann man sich eine ganz schlechte Worte dafür einfangen. Ja. Doch, total, ey. Wir werden sowas von am Arsch. Ja. Naja, doch perfekt alles. Genau, besser hätte eigentlich gar nicht laufen können. Genau, ich hätte jetzt bloß noch der gekaufte Lachs hier im Boot kommen müssen. Jetzt kriegen wir noch lila Sonne unterher. Traumhaft, ja. Ja? Ja. Das ist ja auch nicht. Also, das ist ein Fehlverzug, den man macht. Hm. Hat man dann trotzdem eiskalte Hände drin oder was? Ja, die kriegst du, wenn du da reinstehst. Ohne dass du kaltes Wasser hast. Perfekt. Ich hatte ja vorhin kalte Hände, als ich es angezogen habe. Weil die ganzen Finger abgeschnürt werden. Ach, okay, verstehe. Zu eng. Die sind zu eng, genau. Das Vorgängermodell war deutlich weiter an den Fingern. Gleiche Handgröße. Ja. Haben das nur verschlimmbessert. Die Leute kriegen immer schmalere Finger, daran haben sie sich orientiert. Ja, vielleicht, ja, man weiß nicht. Ich glaube, den Sonnenseiter fotografieren wir mal gleich. Genau. Oh, das ist eine Hütte. Sehr schön. Oh, jetzt hat er keine Kamera. Thank you.
Wir haben richtig, richtig Glück, weil auf dem Hinweg hat es richtig stark gewindet. Stell dich vor, wir hätten auf dem Rückweg gegen diesen Wind ankämpfen müssen. Aber jetzt haben wir es richtig schön windstill. Gerade pünktlich zum Sonnenuntergang sind wir auch wieder zurück. Also auch vom Timing her alles perfekt gelaufen. Irgendwo da hinten schwimmt gerade noch ein Singschwan rum. Sieht man wahrscheinlich im Video nicht. Ja, aber besser hätte es alles in allem gar nicht laufen können. Das war, glaube ich, gerade die. Das war gerade die genau kleine. Genau, die Mitte der Weg, ja? Genau, ja. Okay. Weil gerade perfekt so, gerade das richtige Ausmaß für so einen verpennten Tag. Gerade alles gut. Aber toll, dass wir es durchgezogen haben, dass wir da genutzt haben. Ja, das ist ja. So eine Sachen gehen ja immer mal fix, ja. Den ja, der Gedanke hat schon seinen Reiz. Ich kann diesen ganzen Holzmüllplatz abbrennen, da liegt man so viel Müll rum. Gleich mit dem Teppich denkst du. Teppich. Ja, egal, hast du gesehen, also muss man eigentlich. Fährst du dann morgen weiter wahrscheinlich, oder? Das hätte ich jetzt. Welches ich von diesen und warum ich es überhaupt ansteuern sollte, wozu man mich hier nötigt. Lass dich überraschen, was der Grund sein mag. Ja, aber ich. Meins ist es Fjell, die Weite, das Moor, ja. Mit ein bisschen Urwald. Und ich weiß, beim Sönfjellet hast du Birke, hast natürlich auch ein Hochplateau, aber es ist alles ein bisschen, naja. Birk ist momentan sowieso kahl. Ja, richtig. Und das Plateau, da oben hast du nicht dieses richtige Fjell, also dieses richtige Hochland mit ja. der Kargheit, sondern als hätte sie Grenzen. Naja, es ist schwierig. Ja, lass dich überraschen. Ja, natürlich. Aber es ist eine Ecke, die zumindest touristisch relativ bekannt ist. Und deswegen bin ich da immer nicht, bin ich mal ein bisschen skeptisch, vorsichtig. Dann weil das Wegenetz ja. zu sehr ausgebaut ist. Und du hast halt keinen Wildnischarakter. Ja, das ist klar. Ein Nationalpark Hofrat, ist jetzt mal übertrieben. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber falls du es dir jemals geben wolltest, wäre jetzt immer noch die beste Jahreszeit dafür. Das ist schon richtig, ja. ja. deswegen. Da ist immer noch ja, weniger Leute. Das kann ich auch machen. Ja. So, gleich sind wir da. Oh, Ida, da haben wir schon geschafft. Das ist ein Städtebauer hier. Fantastisch. Wahnsinn. Sehr gut. Mal. 1A. Genau, Eli. Das ist sofort raus. Und die hängt auch sofort dran. Oh, ich glaube, ich mache mir gleich eine Hose oder hier ins Rote Haus rein. oh. Dann kannst du noch stehen, ja? Fühle ich mich wie so ein alter Mann, der aufsteht. Mit den Knien, man wird nicht jünger, ne? Ja.
Und dann siehst du so eine Greise, die, weiß ich nicht, 75 sind und 3 Tage am Stück so sitzen und das Boot noch mit 200 Kilo voll Pelze durch eine Stromschnelle manövrieren. Ich frage mich, Alter, was stimmt mit denen nicht? Ja, es gibt schon richtig krasse alte Menschen auf jeden Fall. Wir sind schon ganz schöne Urballer, wir sind schon ganz schöne Weicheier. Ja, das... Keine Ahnung, zumindest auf mich bezogen stimmt das schon. Ne? Ach naja, so würde das jetzt nicht. Nee, es gibt schon. Naja, also ich meine, wenn ich mir anschaue, was manche leisten. Krass. Aber hat Spaß gemacht, war schön. Ja, wir waren mal auf dem Wasser, ja. Das ist auch was Schönes. Das Boot ist nicht untergegangen, ist noch heil. Wirklich kalte Hände jetzt, ja? Aber jetzt kannst du noch mal richtig schön den Sonnenuntergang, ja, auf der anderen Seite zumindest. So. Lieber am Land. Echt schön war das. Ich habe heute Nacht eigentlich gar nicht geschlafen, weil der Wind die ganze Zeit an meinem Zelt gerüttelt hat. Das war so laute Geräusche gemacht. Ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe gedacht, hey, wie soll ich heute irgendwas mit dem Tag anfangen? Aber gemessen daran fühle ich mich eigentlich richtig wach und fit. Ich bin total froh, dass wir den Tag genutzt haben. War das gut, oder? Ganz armer Mensch. Ich mache das jetzt wie Erik, den ganzen Tag bloß noch so, gar nichts anderes mehr irgendwie. Ja, ne, im Zweifelsfall ist das eine Antwort, mit der man nichts falsch macht. So sieht's aus, politisch völlig konform, aber ich bin eigentlich das Gegenteil, ich stoße immer gern an. Wenn man provoziert, erreicht man auch mal eine Reaktion. Schön, ja. Ansonsten kommen die Leute ja nicht hoch. Ne, aber ich habe das hier, hat nur eine Trinkflasche im Mund, vielleicht auch nicht in einem perfekten Moment abgepasst, um eine eloquente Antwort rauszuhauen. Also von daher... Hat der Daumen eigentlich die beste Lösung? Ja, kriegen wir es noch hoch wahrscheinlich, ja. Hast du vergessen? Ja. Nein, Line? Das wird ein Sonnenuntergang da oben, ne? Oh, geil. Jetzt gleich, wie wir das Boot gegen den Sonnenuntergang tragen, wird eine herrliche Aufnahme. Ach, lass es hier vorne liegen, das tragen wir dann nicht, sag mal. Ach so, ja, okay. Ich zieh das bei dir was. Ich hab nicht gedacht, dass man da hinfahren kann. Ja, na, weißt du, ob ich jetzt hier stehe oder. Ich gehe nach rechts, du gehst nach links. Okay. Hier würde ich sagen. Oh, geht's. Bestens. Super. Der läuft ja immer noch. Wahnsinn. Zurück in den Ort gefahren. Ich weiß gar nicht, was die letzte Aufnahme mehr war. Na, wir hatten uns verabschiedet von Merlin, ja, nachdem wir angekommen sind, zusammengepackt. Und dann hatte ich nasse Füße. Meine Schuhe sind ja nicht wasserdicht. Nicht mehr zumindest. Auch schön, ja. Die Neopren-Dinger. Und es war mir arschkalt plötzlich dann irgendwie, als ich im Auto war. Und dann habe ich auch ganz schnell
schnell Kopfschmerzen bekommen. Ich meinte, was ist denn jetzt los? Und dann muss ich erstmal wohin und mich aufwärmen. Ja, die Schuhe habe ich ausgezogen jetzt hier. Und jetzt schieben wir schon seit 2 Stunden hier mit der Düdelmaschine. Wie geht's denn dir, Eli? Naja, du hast den Kledel aufgemacht. Aber um bist du warm, ja? Das ist ein feiner Eli. Eli, sein Ding war ja auch nass. Es ist immer noch nass unten. Aber oben ist es schon gut getrocknet. Oh, jetzt ist es wieder. Jetzt ist es mir knallwarm. Und tanken müssen wir. Deswegen stehen wir hier bei Ingo. Ich hoffe, Ingo nimmt meine Karte. Sonst habe ich jetzt hier noch mehr Sprit verquarzt. Ja, ich hätte die Einkäufe, die frischen, ein bisschen weiter irgendwie raus oder so packen sollen. Ja, ich hatte dermaßen Kopfschmerzen. Und es kam ganz plötzlich irgendwie, vermutlich irgendwie mit der Kälte oder Wetter. Ich weiß nicht. Oh, das ist eine sternklare Nacht, es ist auch arschkalt geworden. Wir hatten vorhin beim Einpacken des Bootes, also Aufladen des Bootes, hatte ich die Matte kurz, die nass war, auf den Boden gelegt. Na, und nach 5 Minuten war das Ding komplett weiß, gefroren, Eis drin. Haben wir beide nicht schlecht geguckt. Das geht ganz schnell. Ja. Tagsüber denkst du, ey, es ist noch 10 Grad plus, war noch sehr angenehm. Kaum war die Sonne weg beim Paddeln, hatten wir beide kalte Finger natürlich am Paddel. Ich hatte meine Neoprenhandschuhe, aber habe ich ja jetzt schon gesagt, die haben völlig versagt. Also das Nachfolgemodell von denen, die ich sonst immer nehme, hier, ist unfassbar. Die habe ich benutzt, da hatte ich noch gar keine kalten Finger. Habe die angezogen, habe sofort kalte Finger gekriegt. Die sind dermaßen eng an der Hand, dass sie dir die Blutzirkulation abdrücken. Ich habe sofort kalte Finger gehabt. Habe ich sie ausgezogen, war die ganze Hand rot. So stark haben die zusammengedrückt. Das Vorgängermodell saß richtig, ich will nicht locker, aber wie ein Handschuh halt. Ne? Ist beides hier. Die Größe passt natürlich, ne? Bei mir ist eine 9. Aber dieses Nachfolgermodell von diesen Hessern Neopren Adventure, die kannst du vergessen. Die konntest du nicht nehmen, hast eiskalte Finger bekommen. Mal abgesehen davon, dass sie nicht wasserdicht waren. Ja. Das waren die anderen zumindest anfangs. Ja. Die waren das von Anfang noch nicht mal. Hatte ich sofort kalte Finger. Ja, wir hatten denn beide kalte Finger. Vom Paddeln natürlich auf dem Wasser. Und das geht dann ganz schnell, ne? Wenn die Sonne weg ist. Dann verändert sich die Temperatur, geht gleich 10 Grad runter. Bam. Wenn den ganzen Tag, wir haben hier beide nicht viel geschlafen gehabt heute, ne? Merlin, weil er von seinem Windsack sozusagen wache gehalten wurde. Und ich, weil ich mich ja selbst mit meinem Feuer wache gehalten habe und dann natürlich morgens die Autos auf der Straße kamen. Wir hatten also beide, vielleicht kommen auch deswegen bei mir so ein bisschen die Kopfschmerzen, weil wir hatten beide. Keine ausreichende Nacht, deswegen wollten wir auch nicht so viel paddeln, hatten wir gesagt, wir machen jetzt hier uns keinen ab, sondern nur easy irgendwie. Ja. Trotzdem eine super Tour gemacht, also das Beste aus der Situation, alles schick. Ja, also ich habe mich dann danach ganz plötzlich, das ging nicht mehr wohlgefühlt, dachte mir, nee, jetzt hältst du an, jetzt musst du erstmal aufwärmen und habe die Leier hier angetuckert. Ja. Jetzt geht's, Kopfschmerzen habe ich immer noch. Aber mir ist warm. Mir ist zum Glück warm. Das ist schon mal was anderes. Ila war ein bisschen angefressen, weil der Futter haben wollte. Ila, wie sieht's aus? Redest du noch mit Papa? Komm mal her, ein kleines Ding. Ja. Aber du bist schon buschelig, Ila, ne? Ila war nämlich auch kalt vorhin, natürlich. Ja. Der Vollpfosten ist ja mit seinem Mantel ins Wasser gesprungen und fing da an, den Hecht zu machen. Ja. Das ist ein Typ, ey. Ja, so wie es jetzt der Plan. Ich hatte tatsächlich vorhin, als wir angekommen sind, und der Start- und Zielpunkt war so eine kleine Schutzhütte. Direkt unten am Rojan. Allerdings, jetzt kriege ich Motten.
die typischen schwedischen, nordischen Schutzhütten, ja, die man so kennt, wie so ein, wer es nicht kennt, wie so ein Bushaltestellenhäuschen, kannst du sagen, mit einer Bank drin, ja, Blockhaus-Style, Ausrichtung zum Wasser hin, wäre ganz idyllisch gelegen, hast du eine Feuerstelle auch meistens noch drin oder draußen was in diesem Fall, hat Merlin auch gleich gesagt, bleibt doch gleich hier, war eigentlich auch eine gute Stelle, die Schutze hat mir auch gefallen, wäre super gewesen, aber blöde war jetzt, das Auto stand jetzt 200 Meter weg, ja, und musste es in den ganzen Pimmel, müsste es hin und her tragen und das durch felsiges Terrain da, ne, das ging ja Offroad, ja, aber hätte man machen können, hätte man, mit dem Essen wäre es jetzt scheiße gewesen, das hätte man irgendwie, ja, also man hätte eine ganze Menge tragen müssen. Das hätte ich aber in Kauf genommen. Aber was ich nicht in Kauf nehmen wollte nach dieser sehr kurzen Nacht, war nochmal eine Ruhestörung. Und tatsächlich war die Schutzhütte natürlich direkt an der Stromschnelle. So ein kleiner Wasserfall. Er hat dermaßen gerauscht, aber richtig natürlich. Ja. Lauter als der Piet Elven. Ja. Und unter anderen Umständen hätte ich es in Kauf genommen, aber nicht nach dieser kurzen Nacht. Ich wollte jetzt mal eine ruhige Nacht haben. Weißt du? Deswegen bin ich dann wieder gefahren. Obwohl die Idee nicht schlecht war, beziehungsweise die Schutzhütte ganz gut. Hätte ich gern genommen, muss ich sagen. Aber heute nicht. Ja, dann müssen wir uns jetzt was suchen. Oh, oh, ich schlafe. Vielleicht packen wir uns einfach draußen irgendwie hin. Jetzt als erstes muss ich mal ganz schnell raus mich entleeren. Da muss ich mal was nachtrinken. Eli müsste eigentlich auch was trinken, ne Eli? Ist auch, du hast auch ein bisschen Durst, ja? Du wirst vor allem ein Döschen haben, ne? Naja. Wäre ich jetzt... Oh. Mann, die mit ihrem Fernlicht immer. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, gar nicht gut. Ich kann momentan ganz schlecht Auto fahren, wenn ich sowas sehe. Licht, aber bin gleich. Na gut, wollen wir nicht rumjammern. Ja. Ich tanke jetzt hier, ja, hoffen, dass es funktioniert. Und dann würde ich maximal nur noch ein, das habe ich auch Merlin gesagt, ich werde maximal bis nach Sveg fahren, weil da ist dann die Gabelung der E45. Es geht dann sozusagen rechts in die eine Richtung und links in die andere Richtung zu den zukünftigen Zielen, die, welche ich anpeile. Und ich heute fühle ich mich nicht imstande, das zu entscheiden. Und ich würde mir dann da möglicherweise einen Platz suchen, beziehungsweise auf dem Weg dahin vielleicht auch einen Platz suchen. Da es jetzt dunkel ist, sehe ich natürlich nichts mehr, aber bis dann. Mit dem Tarp waren wir letzte Woche, letzte Nacht nicht schlecht unterwegs. Das war ganz okay. Ja. Das könnte ich nochmal nehmen. Ja, können wir nochmal so machen. Nur ohne Feuer. Das ist jetzt sehr aufwendig. Wobei, kommt auf die Stelle drauf an. Müssen wir mal gucken. Denn ich habe einen Fisch gekauft. Ich konnte es nicht lassen. Ja. Ich habe Merlin noch gesagt, was für ein Scheiß. Und wir waren uns beide einig, norwegische Aquakultur. Geht gar nicht, wisst ihr, was ich davon halte, ja. Aber andererseits, es ist schlimm, es war so ein riesen Lappen, wisst ihr, die Lachsfilets. Wo ich mir dachte, ach Eli, könntest du auch noch mal ein bisschen Fisch geben und ich jetzt heute Abend irgendwie, wisst ihr, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gesündigt, ich habe so ein Vieh gekauft, ja, ich weiß, mit voll dem Chemiefutter, Monsanto und Co., im Netz und ich habe es ja selbst gesehen, wie sie aufgezogen werden. Ich war bei der Raubtierfütterung dabei, ekelhafte Massentierhaltung im norwegischen Fjord, das allerletzte. Ich kaufe so einen Scheiß nie zu Hause, es kotzt mich an, weil es der einzige Lachs ist, den wir bekommen. Diesen Abfalllachs, was anderes ist es nicht. Kann der Lachs nichts für, der Mensch ist scheiße. Ja. Nichtsdestotrotz, was soll ich sagen, ich habe es jetzt einmal gekauft, ja. Lag allerdings auch daran, dass sie keine warm geräucherte Forelle hatten. Die hätte sie eher genommen, ja. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Fisch, den müssen wir auch essen, weil nachdem ich jetzt hier 2 Stunden das Auto geheizt habe, dürfte der schon fast gar sein. Und müssen wir den in eine Pfanne braten, natürlich. Ja.
wir jetzt auf, ich würde es auch nochmal auf den Holzkocher machen, ist kein Problem. Ja, Pfanne ist eh noch schwarz. Holz habe ich auch bei, wenn wir jetzt keine Stelle finden, müssen wir mal gucken. Ja. So wäre dann der Plan und dann geht es aber auch relativ zeitnah ins Bett. Das Zelt aufzubauen in Anbetracht unserer Gruppenmanngröße habe ich auch heute wieder keinen Bock und das macht doch keinen Sinn. Ja, das, ich sag ja, das wird die restliche Tour bestimmt diese Kehrtwendung jetzt das ganze weitere Geschehen. Ja. Hätte Merlin jetzt gesagt, ja, ach, pass auf, ich habe heute auch keinen Bock, zu meiner Alm zu fahren irgendwie. Ne? So wie letzte Nacht gesagt hatte, ach komm, wir bleiben gleich hier am Tab irgendwie. Denn ich das Tab auch schon gar nicht aufgespannt. Dann hätte ich mit der Option schon das seit Tages aufzuklappen gelebt, durchaus. Mal dran gedacht, ja. Wobei, wenn Merlin jetzt gesagt hätte, wir nehmen das Tab, dann hätte ich das Hilleberg-Tab. Ja, aufgespannt. Das Große, dass wir beide unter einem Giebel liegen. Ja, man kann jetzt das andere auch nehmen, aber wir haben ja gesehen, mit dem Regenschutz und dem Wind war das nicht verkehrt, so wie ich es gespannt hatte. Und dann ist es für zwei ein bisschen eng mit dem Feuer jetzt, beziehungsweise mit drei. Ja, hier. Der hätten wir das große Hildeberg-Tab XP20 genommen. Da wären wir richtig gut drauf und aufgehoben gewesen, wäre eine schicke Sache gewesen. Oder wir hätten Saitaris genommen. Ja. Ich habe jetzt auf beide Hildeberg-Produkte keinen Hals, also will ich nicht, dass sie einfach zu groß sind. Ja. Und deswegen könnte das jetzt diese Nacht wieder das Tab werden. Auch wenn ich eine Aversion dagegen habe, weil es immer so lange dauert. Ich hatte es ja erklärt. Ja. Ich schlafe gern unterm Tab, wenn es die Umstände zulassen. Ja, so wie jetzt geht es eigentlich. Das ist okay. Aber der Aufbau dauert immer so lange. Ja. Doppelt so lange wie ein Zelt mit dem ganzen Abspannen und Dödeln und hast nicht gesehen. Da musst du, wenn du das Fahrzeug da als Stützbalken nimmst, das Fahrzeug entsprechend ausrichten als Giebelschnur. Wenn nicht, dann musst du mit den Stöcke. Ah, la, la, la. Ich weiß, es ist ja aber noch vom Niveau, aber was soll ich sagen? Wenn ich mit Reisenden unterwegs bin, ja, Tourbegleitern, gebuchte, führte Tour, denn ist das ein bisschen was anderes, weil dann teilen wir uns natürlich die Arbeit, machen das alles zusammen, geht es fix schneller und für die ist es auch immer ein Highlight, weil sie das ja nicht kennen. Ich schlafe bei mir zu Hause jeden Tag draußen, also so gut wie fast in der Holzhütte, ja, und draußen auf dem Rasen, auf der Schaukel, das mache ich öfter, dass ich auch mal draußen schlafe, im Sommer natürlich, ja. Und wenn ich auch Sachen teste, Matte, Zelt und so weiter, Temperaturen und so. Das heißt, ich verbringe sehr viele Nächte bei mir zu Hause schon auf dem Grundstück draußen im Wald. Wenn ich jetzt auf Tour bin, dann ist das Zelt meine bevorzugte Malwiese, habe ich immer gesagt. Ja. Es lässt sich schneller aufstellen, ist komfortabler und natürlich witterungsbeständiger. Ja. Aber jetzt in Anbetracht dieser Geschichte müssen wir ein bisschen umplanen. Ich komme mal mit klar. Ja, ist jetzt kein Beinbruch, nicht zum Rumjammern. Auch immer mal ganz interessant. Und diese Nacht war ja ganz abwechslungsreich, aber sie war auch leider ziemlich kurz. Gucken wir mal, dass die nächste länger wird, wobei wir jetzt ja relativ spät erst ins Bett kommen. Weil wenn es jetzt schon scheiße 21:15 ist, das wird spät werden. Nützen wir euch jetzt gleich irgendwo hier, aber am Ort will ich nicht schon wieder, weil es ist hier zu belebt. Hier fahren einfach zu viele Fahrzeuge lang an der Straße. Wisst ihr? Und da ich sonst hier, das habe ich Merlin auch gesagt, mich in dieser Region jetzt Jämtland so weit auskenne, dass ich die Orte weiß, von der Straße und so weiter und weiß wo, aber ich habe hier keine super Hidden Places, wo ich jetzt sage, hey, das ist so ein Ding, da fahre ich jetzt hin und da habe ich meine Ruhezone. Die habe ich ja nicht, weil das eine Rutschecke ist. Denn Jämtland ist eine Provinz vor Norrland bzw. Lappland. Und wenn ich nach Lappland fahre, gibt es keine Notwendigkeit, mich im Jämtland aufzuhalten, weil das springst du. Ne? Selbst Dalarna springe ich, Dalarna und Jämtland. Und dann erst Lappland. Das ist ja keine Entfernung jetzt, wenn du weit anreichst. Und zurück ist jetzt halt genau dasselbe. Ja, ich komme aus Lappland und hatte eigentlich vor, alles zu überrutschen, so weit wie wir kommen. Jetzt ist das mit Merlin gekommen und Merlin hat uns jetzt sozusagen hier ins Jämtland festgestockt.
kommen wir mit klar, natürlich ist kein Problem. Ja. Und der eine oder andere von euch hatte natürlich auch gesagt, Mensch, Jämtland musst du jetzt unbedingt hin. Ja. Und ich habe natürlich auch 3 Karten vom Jämtland. Ja. Ich habe sie mir extra eingepackt, weil ich dachte, naja, kommen sie diesmal vielleicht zum Einsatz. Ja. Beziehungsweise 3 habe ich eingepackt, eine passt nicht, die habe ich jetzt neu dazu gekauft, hatte ich ja gesagt, ne? In Östersund. Gucken wir mal, was wir machen, aber das entscheiden wir morgen. Und jetzt ist eigentlich nur noch Prämisse: tanken, Schlafplatz, Futter. Und das sieht Ila, glaube ich, ziemlich genauso, würde ich sagen. Ja. Die ganze Zeit schon, aber Ila hat auch hier gelegen. Der war auch, hat eine Schnauze hier auf dem Rucksack. Der war auch fertig. Vor allem war ihm kalt, genauso wie mir. Das haben wir beide gemeinsam. Gut. Schönes Ding, wisst ihr Bescheid? Melde ich mich zurück, wenn es genau in eine von diesen Optionen reingepasst hat. Also, dass wir einen Platz finden oder was zum Essen oder am besten beides. Auf dahin. Hallo? Ich mach mal wieder mittelweiß an. Ich hoffe, das passt für euch so. Für mich ist schon wieder zu unangenehm, aber was tut da nicht alles für euch? Ne? Ah, ich habe noch Kopfschmerzen. Ist schon besser geworden, aber ich muss dringend schlafen. Das ist der Punkt. Und zu wenig getrunken haben wir sowieso. Ja? Also was hat er? Papa hat es wieder geschafft, wie immer. Das ist, das muss ich sagen, allerdings geschuldet der extrem langsamen Fahrt. Ich habe das Kanu diesmal nicht so richtig befestigt wie beim letzten Mal, wo wir mit Merlin los sind. Und hat ein bisschen Überhang nach hinten gehabt. Also es war auch ein paar Zentimeter verschoben. Dadurch hat es schon bei 60 km/h sind mir schon die Ohren abgefallen, ne, von den Gurten. Bin ich also nur 50 gefahren und wir wissen ja, was langsame Fahrt von Vorteil hat. Man erlebt einfach mehr. Ne? Also weniger Adrenalin jetzt, aber dafür mehr von der Umgebung. Und das war nämlich der Punkt. Ne? Ich dachte mir, fährst du, ich wollte bis nach Sveg fahren. Das war noch so ungefähr 40 Kilometer. Und dann gucke ich immer die ganze Zeit links und rechts, weil ich ja vorher noch anhalten wollte, weil ich ja weiß, in Sveg da ist ja noch größer als Iktatal. Und da habe ich dann links, rechts immer einen Weg hier. Nee, und dann dachte ich mir, ah, warte mal, das sieht gut aus. Das müsste eigentlich auch Richtung Wasser gehen. Bin ich reingefahren, totaler Katastrophenweg. Ey, Eli, schön hier bleiben. Mehrfach aufgesetzt, ja, auf dem Weg, hier auch hier, ich glaube, der hier, das ist wieder gewesen, der Felsen, hier ist es noch abgeschrammt vom Unterrohr, ja, weniger schön, aber was ist machen, siehst ja nichts. Ja, und was haben wir jetzt erreicht? Könnt ihr das noch ein bisschen sehen? Ist eine, ne? In der Saison ist das Ding hier voll. Ne? Es ist nicht nur eine Stelle am Wasser, also hier, achso, das habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ne? Ich blende mal an, ich mache mal ganz kurz die Lampe an. So, guck mal, hier ist sogar, liegt so ein Bootssteg im Wasser. Das Wasser ist richtig klar, können wir bis auf den Grund gehen. Und das ist hier wieder diese Seeflussnummer, wie wir vorhin schon hatten. Ich weiß nicht, ob es die Fortführung von dem ist, wo wir losgepaddelt sind. Müsste ich mal auf die Karte schauen. Ich habe jetzt noch gar nicht den Punkt getrackt. Ich weiß also nicht, wo wir sind. Aber wir müssten so gefühlt, haben wir vielleicht noch 20 Minuten bis nach Sveg. Ja, weiß ich gar nicht. Jedenfalls sind hier mehrere solche Stellen. Seht ihr hier, das ganze Assi-Scheiß ist nicht von mir. Ja, hier liegen Bierdosen rum überall. Hey, Eli! Wo sind wir schon wieder hin? Komm her hier! Das gibt's nicht. Und es sind bestimmt, naja, es ist so eine Stelle hier mit 200 Metern und auf der sind mindestens 8 von so einen Campstellen hier. Ich habe die allerletzte genommen. Komm her, Eli! Was machst du denn da? Wir haben nämlich ein komisches Geräusch gehört, Eli auch. Er ist mal ein Hund, die muss irgendwie, keine Ahnung, 3 Kilometer steht vielleicht irgendwo ein Haus im Wald. Aber das, was wir eben gehört haben, war kein Hund. Ila, komm mal rein hier. Komm mal rein. Das war irgendwas anderes. Irgendwas hat gegrunzt. Nee, Ila, hier komm lang. Komm, komm. Und jetzt ist er hier natürlich auf 180, weil er gucken muss. Komm, geh mal rein, Ila. Geh mal durch. Durch, Ila. Durch.
So, und hopp rein hier ins Auto. Rein in die Motte. Hopp rein, Eli. Oh nein, die Scheibe ist noch unten. Das müssen wir dann mal zumachen. Das wollte ich ihn reinsetzen und zum Aufwärmen, aber das war jetzt hier wohl eine Nummer. Scheiße, ich habe vergessen, die Scheibe vorhin noch zu machen. Warum sagt das keiner von euch? Mensch, Kinder. Entschuldigung, Eli, jetzt ist die Kerl hier drin. Ah, nee, ey. Das ist doch Mist, ey. Scheiße, jetzt müssen wir hier wieder den Akku anwerfen. Sowas mag ich überhaupt nicht, ja, Batterie. Vorsicht, weg mit dem Kopf da. Naja, wenigstens ein bisschen windgeschützt. So. Also die Stelle ist für uns fantastisch. Da kann man gar nicht meckern. Das wollte ich damit sagen. Ja. Also bislang, wir wissen ja nicht, was uns morgen früh erwartet. Wer weiß, vielleicht euch auf einer Müllkippe oder habt ihr 50 Leichen an Pilanen in der Umgebung. Keine Ahnung. Erstmal sieht es gut aus. Ja. Kann ich mich nicht beklagen. Wir können alles machen, was wir wollen. Mir ging es ja darum, auch wenn wir jetzt direkt am Wasser stehen hier, das Boot abzubauen, ja, zusammenzulegen. Das war ja Prio 1, dass wir das endlich mal abhaken können, damit ich entweder ein vernünftig halbwegs aufgeräumtes Fahrzeug habe innen. Ja, Merlin hat genau das gleiche Problem. Wir haben uns heute richtig, was das angeht, kurz geschlossen. Ja, für alle, die mit dem Fahrzeug... Merlin macht das ja praktisch auch unbewussterweise oder weiß nicht, vielleicht, das ist ja auch Low Impact Travel, ja, mit dem Pkw fahren, so wenig kleinen Abdruck lassen wie nur möglich, so wenig mitzunehmen wie nur möglich, auf engstem Raum zu leben, ist die nachhaltigste Reisevariante und ja, dadurch hast du natürlich immer Chaos im Auto, er muss auch immer regelmäßig umstrukturieren, so wie ich, ja, kennen wir alle. Ja, was habt ihr jetzt schon gesehen? Wir waren hier heute fischen, ja, also mit dem Boot waren wir ordentlich unterwegs. Und da haben wir natürlich the catch of the day, ja. Guckt euch an, wie gefällt uns hier. Also da haben wir uns richtig Mühe gegeben. Das ist nur die Hälfte von dem Charlie. Das war ein Monster-Ding, ja. Wir haben beide gezogen an der Angel. Ging schon gar nicht, die Seele ist gerissen. Wir mussten einen Strick nehmen und dann mussten mit dem Paddel fünfmal draufhauen. Das war so ein richtiges Nessie-Vieh. Also mindestens 24 Kilo, so lang, es hat nicht aufs Foto gepasst, deswegen haben wir keins gemacht. Ne? Ein Riesenmonster war kurz davor, das Boot umzukippen. Ne? Also absoluter Hammer. Ich bin gespannt, wir haben uns jetzt natürlich geteilt. Ja, Merlin hat ein Stück gekriegt, Ila hat ein Stück gekriegt. Da bleibt ja für alle was über hier. Riesen Kilo Fische, Wahnsinn. Ne? Lachsfilet aus der norwegischen Aquakultur. Was soll ich dazu sagen? Das hättet ihr euch denken können, natürlich. Ja. Ich stand mit Merlin in der Kaufe davor, wie gesagt, nee, kannst du eigentlich nicht nehmen. Und dann habe ich mich aber, ich hatte es erzählt, ja. Esse ich sonst nie zu Hause, aber hier aufgrund des nicht vorhandenen anderen Fisches und weil wir heute am Wasser waren und nicht geangelt haben, dachte ich mir, jetzt einmal auf dieser Tour gönnen wir uns ein Stück KZ-Fisch, ja, politisch korrekt ausgedrückt. Und zur Krönung des Ganzen, da haue ich den jetzt, habt ihr gesehen, auch auf den Trangia. Wir haben nicht mehr viel Sprit da. Ich bin gespannt, ob das noch reicht, die beiden Stücken hier durchzugaren. Ich hoffe es, dass ich nicht noch hier den Optimus rausholen muss. Ja? Weil den wären wir nämlich durch. Und woran erkennt man, dass wir wieder Frost haben? Olivenöl reingeschüttet und es ist sofort zum Taler geworden. Hättest du aus der Pfanne sozusagen rauswerfen können. Ja, es ist Frost. Ja. Es hat stark angezogen. Was heißt stark? Es hat einfach angezogen, nachdem die Sonne unterging. Ja. Es wurde kalt. Und ich mache den jetzt hier im Olivenöl, den Lachs. Ja. Ich hoffe, davon wird ein bisschen besser. Und wir haben eine sternklare Nacht. Ja, das sind ja diese Nächte, die ich eigentlich nicht so mag, weil es denn kalt wird. Aber eins werden wir heute definitiv nicht haben, Polarlicht. Weil dafür ist es zu klar und es juckt einfach nicht im Finger. Ne? Das ist unwahrscheinlich. Bei Kiruna hätten wir heute wahrscheinlich. Da juckt's. Brauchen wir ja nicht nochmal, wollen wir nicht nochmal, denn
Ich finde aber den Tarplatz ist mir gelungen, oder? Jetzt müsst ihr nochmal sagen, hier Dominik, ja, hast du gut abgetarbt. Gleiche Nummer wie gestern praktisch, kein Unterschied. Bis auf die Tatsache, dass ich diesmal die beiden Trekkingstöcke als Stütze genommen habe. Damit was ein bisschen, weil das Fahrzeug diesmal schräg, ich wollte nichts am Auto festbinden. Und ich habe da einen dicken Stein genommen, ja. Das heißt also auch keine Vegetation oder so wird das geschädigt, ja. Die Birken im Umkreis sind hier wieder alle entrindet. Wir hatten das, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Naja. Und das Harp hat auch schon Frost angesetzt, ne? Es ist schon hier alles gefroren, was noch nass war. Ja, aber ich hoffe, dass wir warm schlafen. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Und jetzt hier natürlich den Nachteil, dass es feucht ist. Ja. Das hatte ich gesagt, diese Region ist hier, oder das Wetter, Jämtland kann da nichts für und der Fluss oder See hier auch nicht. Aber diese Sachen um den Gefrierpunkt rum, ne? Du hast die Feuchte, gefriert, setzt sich ab, kondensiert, gefriert, das geht hin und her die ganze Zeit und dadurch hält die sich. Ja. Das ist ein bisschen nervig, aber wollen wir nicht meckern. Das wird jetzt schon passen, denke ich. Ja, den Fisch kriegen wir auch irgendwie halb gar. Und dann freue ich mich, teile ich natürlich mit Eli. Logisch, der wartet auch schon auf seinen Futti. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Hat doch noch gut geklappt, nachdem ich vorhin so einen kleinen Einfall hatte. Also echt, da konnte ich gar nicht fahren. Da ging gar nichts. Ich habe mich gerade noch gequält bis zur Tankstelle irgendwie und dann sofort Riesen, das kam von sofort brapp, ne? Wo ich damals noch anderen Job hatte, beziehungsweise Arbeitnehmer war, wie nicht gerade wenige Menschen, ja, da leidest du auch unter diesen sogenannten, kennt ihr das, diese Montagsdepressionen? Ja. Bei mir war es immer der Montag. Kommst du heute ist Samstag übrigens, deswegen kannst du damit nichts zu tun haben. Ja. Kommst du hin, bist du fertig, hast du schon den Schock. Wochenende konntest du dich gerade so erholen, Montag kommt wieder der ganze Stress, kriegst du wieder richtig schön auf der Fresse von allen Seiten und so weiter. Wir kennen das, ja. Und montags hast du eigentlich schon keinen Bock aufzustehen, geht schon morgens die Kopfschmerzen los. Bam. Zieht sich über den ganzen Tag hin. Und kannst du eigentlich einen Wecker stellen? Brauchst du gar keinen Kalender? Ne? Kannst du in Urlaub fahren? Und du weißt ganz genau, alles klar, Kopfschmerzen, heute ist Montag. Das hat sich über mehrere Monate noch hinweggezogen, selbst als ich den Job nicht mehr hatte. Bleibendes Ding. Ja. Für die Leute, ich habe nämlich einen Kumpel gehabt, der hatte, also Depression kann man das jetzt, Migräne kann man das jetzt nicht nennen. Es war schon happig. Ja. Ich habe auch nie Tabletten genommen oder so. Ich habe mich dann immer nach Hause gequält mit stärksten Kopfschmerzen und dann eigentlich sofort ins Bett und schlafen. Da war der ganze Montag war immer für den Arsch. Der komplette Montag. Hätten sie mir eigentlich doppelt bezahlen müssen. Ja, eigentlich hätten sie mir den Montag früh schon abbezahlt. Ach, vergessen wir es. Na, jedenfalls hatte ich einen Kumpel und der hat starke Migräne gehabt, auch so ähnlich. Aber nicht nur Montag, sondern mehrfach die Woche. Man glaubt gar nicht, das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, wie viele solche Dinge tatsächlich durch den Job, durch die Arbeit entstehen. Ja, wissen wir, ja. Krankheiten ist nichts Ungewöhnliches. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ich halte regelmäßige Kopfschmerzen, wie beispielsweise Migräne, ist in meinen Augen sehr wohl eine Krankheit, wenn nicht sogar schon so eine Art Volkskrankheit, weil die natürlich auch, so wie Rückenschmerzen, ja, so nach dem Motto, ach, hat doch jeder. Wenn du zum Arzt gehst, naja, das ist normal. Also ganz ehrlich, Schmerzen sind definitiv nicht normal. Da gibt es immer einen plausiblen Grund für. Ja? Und in diesem Fall wusste ich den ja und ich habe ihn dann ja auch abgeschaltet. Ja? Also von daher... Oh, das sieht schon ganz gut aus. Naja, was ich damit sagen wollte, ab und zu hat man immer noch mal Kopfschmerzen, aber die Gründe sind dann, muss mein Besteck gehen, ach. Aber die Gründe sind dann eher plausibel nachvollziehbar, bin ich der Meinung, dass hier, ja, dass man sagen kann, okay, schlecht geschlafen, zu wenig getrunken, Hitze oder was auch immer, wisst ihr? Die anderen, das waren stressbedingte Kopfschmerzen, dagegen kannst du nichts machen, dagegen kannst du nichts trinken, dann kannst du keine Tablette nehmen, da kannst du nichts, die waren immer einfach da. Peng. Ja. Sowas sollte man sich nicht antun, alle, die das gesehen und ähnliches kennen, Probleme haben, hier, so, zum Job machen. Das ist die einzige Möglichkeit, könnt ihr mir glauben. Ja. Naja, ein bisschen muss er noch. Außen ist er schon, aber er muss noch ein bisschen. Testen wir schon mal. Naja, ist kein Highlight, ne?
Und jetzt geht natürlich der Drang hier richtig ab. Wir hatten das, obwohl wir dann gar nicht so heiß haben wollen. Voll für den Arsch. Und wenn jetzt hier wieder, wir machen jetzt mal wieder den Test. Ich habe Merlin drauf angesprochen. Wie sieht's bei dir so aus mit dem Ding? Ja, es ist ähnlich. Ähnliches Ding, ja. So kann man ihn drauflegen. Das macht einen Unterschied. Aber der Rest, das ist ja für den Arsch. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Sollte ich vielleicht gleich... Oh, Mann. Müsste ich eigentlich gleich hier den... hätte ich gleich aufgießen sollen, ne? Ach, naja, vielleicht reicht die eine Füllung hier aus. Wenn es nicht reicht, müssen wir den anderen mit dem anderen Kocher machen. Oh ja, es schmeckt halbwegs nach Fisch. Aber ganz ehrlich, die Forelle, die geräucherte, war mir lieber und schmeckte auch mehr nach Fisch. Ja. Aber diese Sache ist halt so hier, weiß ich, bei den anderen blieb natürlich auch eine Menge Maffeela über. Ja. Aber hier vom Lachs, weil das so groß ist, da kann Ile die Hälfte fast von haben. Wisst ihr? Und dann spare ich auch wieder eine Dose, wobei er kriegt noch ein bisschen was. Denn heute ist er ja ein bisschen geschwommen in jedem Fall und hat eigentlich noch viel mehr gefroren hinterher. Hm? Weil der Idiot natürlich, ja, wir haben die ganze Tour, waren wir ja noch nicht im Wasser. Also Eli jetzt. Ja, das ist ja völlig unnormal für ihn, weil normalerweise Wasser muss ich sofort rein. Es sei denn, es ist arschkalt. Na, jetzt sind wir schon praktisch mit einem Monat mit Wasser konfrontiert und der Junge konnte immer noch nicht schwimmen. Das ist abnormal für ihn, weil er ist einfach ein absolutes Wassertier. Also das ist eine halbe Ente. Ja, und da hat es ihn jetzt so gejuckt, konnte ihn nicht zurückhalten. Ich habe ihm gesagt, Eli ist kalt, es war ihm völlig egal. Hopsirops rein, bam. Ja, und dann... Ja, und was hatte ich natürlich nicht mit dem Handtuch, logischerweise. Na, hätte auch gar nichts gebracht, weil es sofort nass gewesen wäre, weil dann ist er nämlich wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Na, ihr kennt das. Er ist getrocknet im Auto, aber ich damit sagen will, er hat sich ein bisschen Futter verdient, dass es ein bisschen warm wird, dass er gut schlafen kann. Das ist das Wichtigste. Du kriegst gleich einen Riesenschmacko, Eli. Ja? Ja, der Fisch ist gleich fertig. Ja, ansonsten sind wir heute gut durchgekommen. Ja. Und ach so, ja, das sollte man vielleicht noch so nebenbei erwähnen. Weil ich jetzt mit Merlin hier wahrscheinlich gar keine so eine Endlos-Video-Session gemacht habe. Bei mir war, ich habe es ihm ja erklärt, ne, ich lasse die Kamera einfach laufen. Das heißt, ich pack die da hin und vergesse sie nach einer Minute, dass sie an ist. Bis das GoPro macht piep, 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 Akku leer. Na, dadurch kamen dann meine 3 Stunden zustande. Ne? Wir hatten das. Ja. Trotzdem schneide ich natürlich nicht, dass einer denkt, dass ich hier, ne? Dürfte klar sein. Und... wir haben jetzt nicht aktiv irgendwie so hier und ne, versteht ihr wie? Ja, weil das sind, und da waren wir uns beide einig, das sind gestellte Szenen. Ja. Und daran sieht er auch, dass es ein authentischer Kontakt ist. Wir treffen uns mal und machen gern was zusammen, aber nicht jetzt, das muss ich leider so sagen, nicht jetzt für euch, tut mir leid, wenn ich das, sondern das war für uns, versteht ihr? Weil wir gut miteinander klarkommen. Ja, können wir das so machen. Deswegen hat Merlin wahrscheinlich heute früh auch gesagt, ach komm, machen wir nochmal spontan eine Bootstour mit Dominik, weil den kann man vielleicht wohin mitnehmen, wisst ihr? Und das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich mich, ey, machen wir YouTuber treffen und wir lassen die ganze Kamera laufen und hier und hast nicht gesehen, ne? Das ist, ich will jetzt nicht jemanden auf die Füße treten, versteht das nicht falsch, aber da machen wir uns nichts vor. Das ist vor allen Dingen für die Einschaltquote, ja? Klicks, Abo, austauschen und so weiter. Das, was wir gemacht haben, kann man sagen, und da waren wir uns dann einig, das haben wir jetzt nicht so aktiv angesprochen, aber das wussten wir beide, das ist so ein freundschaftliches Ding. Ja, aber wenn wir jetzt nicht auf Freundschaft getrunken haben, weil wir kennen uns ja erst seit 2 Tagen, aber nichtsdestotrotz, wisst ihr, was ich meine. Ja, und das ist der Grund, warum wir wollten einfach mal was erleben. Hier stand das Erlebnis im Vordergrund und da war einfach, muss man sagen, die Kamera scheißegal. Merlin, nicht ganz so wie mir, der hat, Merlin filmt ja anders als ich, ja, natürlich, seine Videos sind natürlich auch entsprechend, der überstrapazieren nicht die Aufmerksamkeit der Zuhörer, ja, und Zuschauer, ich weiß. Ja, und dann filmt er mal so kleine Sequenzen daraus, ja, hier mal, guck mal, zack, 2 Minuten hier. 3 Minuten da, das ist natürlich was anderes, als was ich mache, wo ich sage, lass laufen, ich brauche 6 Akkus und dann versteht er, damit er ein möglichst authentisches Ding hat, wobei nicht heißen soll, dass es andere nicht authentisch ist, aber das sind 2 verschiedene Arten, wisst ihr? Ich versuche halt mehr vom Gesamtpaket rüberzubringen irgendwie, ja, weniger Ausschnitte.
Und da ist es dann für mich schwieriger, die ganze Zeit zu filmen, wenn ich eigentlich, also immer daran zu denken, weil wir eigentlich was anderes machen. Und Merlin, muss man ja auch sagen, ist mehr drin da drin als ich. Ich mache die Touren ja aus einem anderen Grund, wisst ihr, auch mit Tourteilnehmern, normalerweise geführte Touren. Und wenn ich mal sowas auf Exkursion gehe, Spekulationen wie jetzt zum Beispiel oder letztes Jahr, nehme ich euch gern mit. Ja, das hatte ich ja gesagt. Aber ich denke, das ist noch was anderes, als wenn man ganz bewusst jetzt für die GoPro rausgeht, zum Beispiel. Ja? Weiß, okay, warte mal, ich muss oder will heute noch das und das filmen. Das ist ja bei mir anders. Ich wäre ja jetzt hier auch, wisst ihr, auch ohne die Kamera hier, würde ich genauso diesen leckeren Fisch unter dem Tarp machen. Nur ihr würdet nicht zuschauen. Das ist kein Unterschied. Ja? Naja, und jetzt ist das Scheißding wieder aus, kurz davor. Nee, es geht noch, aber wir filmen mal lieber nach. Entschuldigung, wenn ich sage Scheißding, ist er natürlich nicht, das bitte nicht falsch verstehen, ich kriege ja für die ersten bösen Kommentare, er bereitet uns ja regelmäßig auch immer der Drang eher warme Mahlzeiten zu, kann man nicht sagen, aber wie gesagt, Regulation und Brenndauer, ja, ist so ein kleines Problem, was ich auf meinen Exkursionen nicht jedem Teilnehmer zumuten kann, ja, muss man immer dran denken. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man alleine unterwegs ist und sich mit gewissen Dingen anfreunden kann oder will. Ja. Aber wenn ich ein Tourprogramm für Leute anbiete und sage, Essen gibt es in 36 Minuten, dann kriege ich von einem möglicherweise einen Nackenschlag. Wisst ihr? Gut, hatten wir. Ist nicht so Nachempfohlung, hätte ich fast gesagt. Wisst ihr, was ich ja meine? Ja? Diese Nummer sollte man nicht machen. Muss wieder meinen Disclaimer reinschmieren, ja? Dominik spielt hier mit brennbaren Flüssigkeiten rum. Gut, damit ist das Ding auch leer. Ja? Wir haben jetzt also fast 2 Liter Ethanol auf dieser Tour verbraten. Ja, das ist ein Brenner, ja? Weil wir haben nicht mal die Hälfte an Benzin davon verbraten. Muss ich nicht zu sagen, ne? Gut. Nichtsdestotrotz, ich freue mich aufs Essen und switch euch dann wieder dazu, wenn es soweit ist, weil jetzt wird wahrscheinlich hier gerade nichts mehr passieren. Ja? Außer, dass meine Kopfschmerzen gerade wieder mehr werden. Auf dahin. So. Wir essen schon mal. Eli kriegt danach, weil der schlingt ja sowieso immer. Ja? Wir sind gespannt. Erwartet nur ich jetzt natürlich kein Highlight, ja. Ist es auch nicht. Da sind wir ganz ehrlich. Aber ich könnte jetzt für euch sagen, oh, ist das geil. Das ist total lecker. Oh, ein richtig gut. Naja, das lassen wir lieber beim. Ja. Lachs aus der Aquakultur schmeckt immer gleich, egal wo du den isst auf der Welt. Es ist immer. Ich will jetzt nicht sagen, der fade gleiche tote Müll, aber wisst ihr, was ich meine? Ha? So ein geräuchertes Ding hat deutlich mehr individuelles Eigenaroma. Ja? Aber hier, naja, aber immerhin, ne, es sind Kalorien. Es ist was Warmes, draußen ist kalt und wir sind am Wasser. Und es ist ein Fisch. Ja? Oder es war mal einer. Halbwegs zumindest. Jo. Ich sag, die fettigen Bereiche, die kriegt Eli. Na, das ist ein Nachteil. Es ist ja außen immer dieses riesengroße Fettding da dran. Ja. Oh, nee, ey. Der Junge freut sich. Und ich glaube, wir haben uns heute beide auch gefreut. Ja. Muss ich nochmal so rückwirkend sagen. Wir haben richtig Schwein gehabt mit dem Wetter. Das hat Merlin auch gesehen, ja? Weil auf der Hintour hatten wir einen super extrem starken Rückenwind. Wir mussten gar nicht paddeln. Ich habe nur gesteuert hinten die ganze Zeit. Wir haben richtig gut Ballett gemacht. Also das war mindestens 7 km/h. Kein Witz jetzt, 8 vielleicht. Das ging richtig gut zur Sache. Und also für einen See, ja, muss man sagen, mit auch noch Wellen so
bis 40 cm Höhe, ja, 30, gute 30, 40. Und auf der Rücktour hatte ich eigentlich schon eingeplant, dass wir laufen müssen. Das heißt, wir lassen das Boot irgendwo da unten liegen dann, ja, und suchen uns einen Weg zur Straße und laufen den dann zurück oder halb querfeld ein, wie auch immer. Ja. Dann gegen den Wind wären wir nicht angekommen. Auf keinen Fall. Nicht auf der offenen Fläche. Hätten wir uns auf der Stelle hätten wir gepaddelt. Ja. Naja. Und kaum, dass wir den Wendepunkt erreicht hatten, also wir wussten nicht, wie weit wir paddeln, aber ich habe dann einfach gesagt, gefühlt ist es, gucken, ich mache immer nach Sonnen auf Sonnenstand, ja, gefühlt haben wir jetzt noch irgendwie eine Stunde und dann ist der Ball da hinten hinterm Horizont weg und dann wird es arschkalt und das Wetter möglicherweise schlechter. Die Landschaft wurde immer schöner, also der Weg, der Fluss, wo wir gepaddelt sind, wurde denn erst noch richtig interessant. Ja, hat man zumindest laut Karte gesehen, viele kleine Inseln, so eine richtige Scherenlandschaft. Bestimmt richtig super. Aber dafür war es einfach zu spät. Ja. Ich glaube, es war schon nach 4, ja, so ungefähr. Und da seid ihr ein Rückzug. Ja. Und wir haben dann genau auch diese Stunde zurückgebraucht. Ja. Also von daher hat alles gepasst. Und das Geile daran ist, dass genau an diesem Wendepunkt der Wind, also kurz danach, aufgehört hatte. Oha. Und damit erblieb uns dann der ganze Müll erspart. Ja, wir konnten also ganz normal paddeln. Es war noch leicht windig, aber das kannst du nicht erwähnen. Also das war völlig in Ordnung und das war echter Glücksgriff, muss man sagen. Ja, das hat das Einzige, was denn kam, so eine halbe Stunde vor dem Ziel, waren die Hände arschkalt. Das Wasser war natürlich kalt, ja. Das war so ein Ding, wobei beide froh waren, dass wir dann am Land waren. Ja, das hatte dann auch wirklich gereicht. Also von der Zeit her, dafür, dass wir jetzt beide keine super entspannte Nacht hatten, beide zu wenig Schlaf, ja, und wir sind ja erst nach dem Mittag, also zum Nachmittag losgepaddelt, haben wir das Beste aus dem Tag gemacht. Da kann man mal nicht meckern. Super Sache gewesen. Mehr hätte ich nicht machen können oder was Sinnvolleres hätte ich nicht machen können, ja, denn immerhin, das muss man sagen, hatten wir gutes Wetter. Wir haben bis auf den Wind, aber der hat uns ja nicht gestört auf der Hintour. Und zum Abend hatten wir dann noch einen akkuraten Sonnenuntergang. Also der war so richtig lila. Ja, dort von lila und dann knallorange, hat sich richtig schön in die Länge gezogen, kennt das ja. Ne? Schönes Ding gewesen, akkurat, alles richtig gemacht. Ja. Und das Einzige, was wir jetzt hätten machen können, wir sitzen jetzt hier gemeinsam und essen den Fisch. Ja. Da wäre für euch jetzt noch so ein Highlight gewesen. Da müsst ihr jetzt Merlin die Schuld geben. Merlin hatte seinen festen Standpunkt, wo er da ist. Ja. Und mir ist praktisch egal, wo ich gerade hocke. Ich fühle mich überall ansässig, sagen wir mal so. Ja. Merlin wird noch ein paar Tage bleiben, da, wo er ist. Und ich habe gesagt, ich ziehe weiter, weil ich ja nur auf der Durchreise war. Ja. Von daher werden wir uns jetzt nicht nochmal morgen sehen. Das kann man jetzt schon... Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ja, aber dann müsste jetzt Merlin schon auf die Idee kommen, ach nee, warte mal, ich renne ja hinterher. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Also von daher, aber wir sind so verblieben, das habe ich auch gesagt, definitiv, dass wir uns hundertprozentig wiedersehen. Einfach aus dem Grund, schon ganz alleine. Er fährt nach Lappland, ich fahre nach Lappland. Wir sind uns beide einig, dass diese Jahreszeit, na, völlig in Ordnung ist. Das Einzige, was ihn jetzt genau zurücktreibt, wie auch mich, wobei ich auch noch andere private Gründe habe, ist, wenn das Wetter wirklich nicht mehr geht. Ja? Also jetzt dieses Ding mit, da ist jetzt Laubfärbung, schönes Ding, ist jetzt zu Ende, fahre ich nach Hause, weil jetzt sind es nachts bloß noch 8 Grad und das juckt uns beide nicht. Ja? Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns, weil er ja hier sozusagen auch seine, darf man das sagen, zweite Heimat gefunden hat, ja, so vorsichtig ausgedrückt,
trifft man ja immer noch mal wieder jemanden. Ne? Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und unabhängig davon muss man sagen, bin ich der Meinung, da spreche ich jetzt natürlich für mich, ja, Merlin ist jetzt nicht hier, aber denke ich, kommen wir beide gut miteinander klar, ja, was das angeht. Es gibt gemeinsame Schnittpunkte, wir mögen gewisse Dinge auf die ähnliche Art, während wir andere Dinge auch nicht so mögen, ja, vor allen Dingen bei YouTube. Ja. Ja, also von daher, guck mal, was die Zukunft bringt, ja, und wenn man sich da mal wieder trifft. Aber von diesen forcierten Dingern, wie ich eben da mal so schauspielerisch gestellt habe, halten wir beide relativ wenig, ja. Also das heißt, auch wenn der eine oder andere sagt, macht mal die beide was zusammen oder so, das ist ja genau das, was ich meinte. Ihr müsst jetzt beide was zusammen machen, weil das irgendjemand haben möchte, wisst ihr? Wenn ich mit jemandem etwas zusammen mache, dann mache ich das aus eigenem Antrieb. Ganz einfach. Es sei denn, ich mache eine geführte Tour, weil dafür jemand Geld bezahlt. Das ist natürlich was anderes. Ja? Dann suche ich mir den nicht aus. Obwohl manchmal wäre es mir lieber. Wollen wir nicht rumjammern. Alles gut. Und so wie es aussieht, wenn der Tranja richtig Banane macht, ist er kurz vorm Ausgehen. Könnte funktionieren. Könnte also funktionieren, dass er uns hier den ganzen Lachs grillt, ja? Das wäre natürlich geil. Dann will ich gar nicht sagen. Dann haben wir genau einen guten Tourabschluss für ihn gefunden. Ja? Er könnte jetzt natürlich einen neuen Sprit holen, ja. Aber ich habe ja noch genug Benzin mit. Und Gas haben wir so gut wie noch gar nicht benutzt. Ja? Haben wir Gas überhaupt schon mal benutzt? Doch, irgendwann haben wir schon mal Anfang der Tour, glaube ich, ne? Vor Gas hier. Das mache ich ja eher für Trekking-Sachen, deswegen halte ich mich am Fahrzeug mit Gas hier deutlich zurück, merkt ihr. Ja. Ja. Und wo für mich jetzt die Reise hingeht, habe ich denn gesagt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das entscheide ich morgen. Da lebe ich jetzt auch in den Tag hinein. Ich weiß nicht mal, wie es morgens Wetter wird. Ich kann nur hoffen, dass es nicht regnet. Aber das Boot ist gerade trocken. Wird jetzt natürlich feucht und setzt raureif an. Das ist mir klar. Aber ich gehe davon aus, dass nach 10 Kilometern jetzt innen die größten Sachen getrocknet sind. Und dann würde ich das gerne verpacken wollen. Ja. Und das ist für morgen Prämisse. Und dann entscheide ich in Zweeg, das ist so eine Gabelkreuzung einer E45. Geht es in die eine Richtung oder geht es in die andere? Das muss ich mir morgen überlegen erst. Ja. Wenn das hier alles fertig ist. Und Eli kriegt mindestens die Hälfte vom Lachs. Mindestens. Also das ganze Stück da, was in der Pfanne liegt, ist für Eli. Und von dem kriegt er auch noch was. Ich schaffe nicht so viel. Ehrlich gesagt, mir ist heute nicht so wohl. Jetzt echt. Ich bin froh, wenn ich im Schlafsack liege. Ich mache auch keine Fiesamatenten. Hier wird nicht mehr mit dem Feuer rumgespielt oder so. Ich will bloß noch die Augen zumachen. Das ist alles. Dann geht es mir besser bestimmt. Na, das Scheißding ist ja einfach nur fettig. Ekelhaft. Muss man so sagen. Tut mir leid, ja, aber das kann nicht schön reden. Das kann nicht schön reden. Es ist ein fettiger Aquakulturlachs. Und jeder, der mal selbst einen gefangen hat, ja, aus dem Fluss, der weiß, was ich meine. Also mindestens der. Kann sie nicht vergleichen. Wie Tag und Nacht. Mein Beileid an jeden, der sowas regelmäßig isst. Beileid auch an die Fische, denn, ne? Gut, hatten wir. Auf dahin würde ich sagen, na, wisst ihr erstmal Bescheid. Leider abgeholt. Das ist eine richtige Schweinerei. Das ist eine richtige fettige Schweinerei hier heute. Der ganze Boden ringsherum ist hier fettig. Mal gut, dass wir nicht in der Küche sind. Ne? Aber das soll ja gut durch werden für den Eli. Ne? Ist es auch. Ist es auch. Und so wie es aussieht, hat der Trank ja gleich ausgehaucht. Oh. Der ist alles bestens. Der ist alles bestens. Das Farb ist schön weiß. Gibt gleich einen riesen Schwacko, Eli.
Sieht er den da? Gib gleich Futti. Oh, jetzt wird mir kalt. Jetzt wird mir echt kalt. Na, was Warmes zu trinken wäre jetzt noch geil. Ja, aber ich habe ja keinen Tee mehr, außer Beuteltee. Und morgen muss ich mir aber einen machen. Ich brauche dringend regelmäßig was Warmes zu trinken hier. Das ist über den Tag mit den Fruchtsäften und der kalten Milch. Das ist nicht gut hier regelmäßig bei der Kälte. Du wirst nie warm hier. Den ganzen Tag renne ich rum. Wisst ihr, wie, ja. Gut. Auf dahin. Behaltet die Illusion, dass wir uns einen Fisch am See gegrillt haben. Und er war warm. Habt ihr praktisch, Ila ist schon fertig. Ich habe zu spät eingeschaltet. Er hat die andere Hälfte komplett bekommen und wie ich gesagt habe, von mir auch ungefähr ein Drittel. Ja. Vor allen Dingen natürlich überall mit dem fettigsten Anteil daran. Ja. Also, der Junge kommt ja nicht zu kurz, kann da ja vorstellen. Ja. Und ich packe jetzt alles zusammen und dann will ich einfach nur noch einen Schlafsack. Und ich denke, Eli wird auch sofort abratzen. Ja, du hast gesagt, guten Morgen, ja. Aber ist es tatsächlich. Ja. Wir haben es 12:45, 0:45 Uhr, 12:45, eine halbe Stunde vor 12:45. Es ist arschkalt geworden. Ja. Das laut Temperaturanzeige -2, also Wetterbericht. So. Was wir jetzt hier aktuell haben, weiß ich nicht, aber das Tarp ist ein Brett. Ja. Und morgen soll es nicht wärmer als über 3 Grad Celsius plus werden. Dafür extrem sonnig. Und jetzt kommt es, übermorgen sollen es hier schon wieder 8 Grad sein. Wir haben heute Abend durch die Nacht ist so in dieser 7-Tages-Vorschau so ein Ausreißer nach stark unten. Wir reifen jetzt hier kälteste Nacht wahrscheinlich ab und danach wird es schon wieder völlig verrückt. Also da fallen mir auch die Worte. Und ich bin fertig. Ich Kopfschmerzen, Ila ist schon weg. Der ist viermal abgedeckt hier. Ich habe meinen Pullover angelassen, ich habe meine Strümpfe angelassen und habe, seht ihr, auch die doppelte Mütze auf, weil es mir nicht so pralle geht und dann ist man empfindlicher. Auf dahin, ich mache jetzt mal diese scheiß Lampe aus, ich bin aus dem Sack. Oh, so ist es schon besser. Das Licht war auch nicht so gesund. Ja, und dann schlummern wir jetzt hier bei Kerzenschein ein. Und wenigstens ist es ruhig. Es ist wirklich ruhig hier diesmal. Hoffen wir, dass das nachts so bleibt und am besten morgens natürlich dann auch noch, ja. Morgens Sonntag eigentlich. Ja. Sollten wir eigentlich Glück haben. Ja. Auf dahin bedanke ich mich für diesen sehr interessanten Tag. Abwechslungsreich, wie immer bei uns. Ne? Also kein Tag wie der andere und immer völlig unplanmäßig, unvorhergesehene Ereignisse, auf die wir wie immer spontan reagieren und das Beste daraus machen. Ne? Ich hätte jetzt hier wieder den Spruch lassen, aber ihr könnt es euch denken, ja. Auf dahin wünsche ich euch eine angenehme gute Nacht.